Arbeitswoche und Schicht und kein Con ist in Sicht. Verzweifel nicht, hör, was der Laper spricht. Hier kommt der Con-Bericht. Hallo und willkommen zu einem Video, das ich bei uns beim Kanal angekündigt hatte, bei den YouTube-Community-Einstellungen, ihr wisst schon. Nämlich eine Besprechung von, im Grunde werden es zwei Videos, nämlich von zwei Cons, also LARPs, auf denen wir waren. Zu meiner Rechten sitzt die Luisa, die ihr schon kennen könntet, wenn ihr den Schrödingers Chat gesehen habt, wo wir uns darüber unterhalten haben, was ist LARP eigentlich, um das mal allen vorzustellen. Gerade so die Basics, wir haben auch für die Basics mit den beiden Videos damals über 2,5 Stunden gebraucht. Und zu meiner Linken sitzt die Jessie, die tatsächlich auch schon einiges für den Kanal gemacht hat und die ihr in anderer Form auch wiedersehen werdet auf dem Kanal. Sie ist nämlich auch am Sockenprojekt beteiligt. Ich freue mich sehr auf jeden Fall. Ja, tut sie nicht, aber ist egal. genau. Ja, und wir hatten eine Begebenheit, wo wir nämlich bei, ich weiß nicht mehr was für einem Video, ich glaube, es war ein Schrödingers Chat auch, wo wir eure Zuschauerfragen beantwortet haben, wo wir gesagt haben, wir kommen richtig voran mit dem Sockenprojekt. Und da war ich im Frühjahr der Meinung, im Sommer drehen wir schon. Und Selmas Gesicht ist dann entglitten, hat gesagt, Alex, wie soll das gehen und so weiter. Und ja, Selma hat natürlich recht gehabt, weil über den Sommer einfach so viel Freizeitstress ist, gerade mit, wir machen LARP, fast alle. Und dann ist man nur unterwegs oder es sind immer irgendwelche Leute unterwegs. Es ist ja nicht so, dass man selber einen ganzen Sommer lang auf dem LARP ist, sondern es ist einfach, die meisten haben so ein, zwei oder drei. Und es genügt aber, dass einfach immer irgendwer fehlt und die Hausrenovierung bei mir geht immer noch weiter. Deswegen ist das alles im Moment so ein bisschen suboptimal. Okay, ich rede zu viel. Die beiden hier haben mich dazu gezwungen, in die Mitte zu setzen. Also. Und gesagt, dass ich moderieren soll. Weil wir besprechen heute erstmal das Inseln der Macht, auf dem ich mit der Luisa war. Und die Jessie wird einfach so ein bisschen Fragen stellen vielleicht auch, wenn dir irgendwas auffällt oder wenn du irgendwelche Fragen hast, wo du jetzt denkst, das haben wir jetzt total beschissen erklärt, dann fragst du nach. Es wird noch ein Folgevideo kommen, wo ich nämlich mit der Jessie oder dank der Jessie auf dem Epic Empires war. Und da werden wir auch viel zu erzählen haben, aber in einem anderen Video. Okay, wir haben schon den ersten Punkt abgehandelt. Vorstellung von uns allen. Okay, gut. Okay, jetzt, was ist das Inseln der Macht, auf dem wir waren? Luisa, das kannst du sicherlich ganz toll erklären. Okay. Während ich mir ja noch Kuchen mache. Ja, also das Inseln der Macht, das ist ein Con, ja, so südlich von München. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hauptsächlich dorthin gegangen, weil es relativ nah ist, weil ich am Anfang von dem Spieler gegen Spieler nicht ganz so begeistert war. Also, wo ich das so durchgelesen habe, also es ist ein Spieler gegen Spieler. Allerdings nicht wirklich, dass die jetzt im Krieg sind, sondern eher ein Wettstreit. Also ein bisschen, wo ich mir das so durchgelesen habe im Internet, dachte ich mir, hört sich an wie ein kleines Drachenfest. Ja. Weil es waren, also es waren, glaube ich, 300 Spieler da. Es hätten sich 400 anmelden können. Genau, aber es ist ein bisschen wie das Drachenfest. Also es gibt, ich glaube, 8 verschiedene Fraktionen. Theoretisch gab es 8, es waren nur, es wurden nur welche nicht bespielt dieses Jahr. Ja. Also man kann sich wie beim Drachenfest für verschiedene Fraktionen anmelden. Die wären, kriegen wir die jetzt alle zusammen, Freiheit, Dunkelheit, Ordnung, Ewigkeit, Gier, Ewigkeit, Urkraft. Und Urkraft. Und Krieg, wo dieses Jahr niemand bespielt hat. Freiheit hattest du ja schon. Ja, ne? Das waren jetzt 7, ja. Und die haben auch, glaube ich, ein bisschen was umbenannt, weil die Selma war zum Beispiel mit ihrem Freund auf 1 und 2. Okay. Und die waren bei der Roten Legion und das war irgendwie Ewigkeit. Und das war da allerdings ein NSC-Lager. Ah, okay. Und das war bei uns, glaube ich, nicht so, nee, oder? Aber ich glaube, also es waren alles Spielerlager. Ja. Sicher? Ja. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das alle Spieler waren. Gut, ja. Weil die NSCs waren dann die Bewohner von Quantum. Ach so, vielleicht
Quantum sollte man vielleicht noch erklären. Das sind eben so verschiedene Inseln, also ich kann keine Dateien. Im Wesentlichen, ja, geht es darum, es werden Inseln besiedelt. Und jede Con, also jedes Lab da ist ein, geht es um eine neue Insel, die besiedelt wurde und die jetzt halt ein Wettstreit ist, wer soll die Insel beherrschen. Also das Lager der Ordnung oder das Lager der Dunkelheit. Und ist klar, im Lager der Ordnung sind dann natürlich normalerweise eher die Paladine und sowas. Und während im Lager der Gier vielleicht eher so Banditen sind. Wobei da waren jetzt viele Wikinger auch, also oder ja, halt Nordleute. Wikinger, klar, logisch, ja, passt klar. Auch. Im Lager der Freiheit auch Wikinger und Piraten. Lager der Dunkelheit halt die Orks und sowas. Lager der Ewigkeit haben wir viele Dunkelelfen gesehen. Mhm. Und die Selma hat mir erklärt, das ist irgendwie so, dass die auch alle irgendwie einen Blutbund haben, die dann irgendwas trinken, um ewig zu leben und aber deswegen irgendwie Opfer da bringen müssen. Ich glaube, das war auch das, was diese Dunkelmänner, die den einen Abend bei uns waren, auch erklärt haben. Ach, die waren aus der Ewigkeit, okay. Möglicherweise, ja. Weiß ich aber nicht. Ah, möglicherweise waren die auch aus Dunkelheit, ich habe es nur falsch verstanden. Genau. Genau, und das ist halt, es gibt diese 7 Fraktionen und die 3, also 3 Fraktionen, die 3 besten, bekommen dann eben, dürfen dann dieses Land besiedeln oder diese Insel besiedeln. Mhm. So ist halt die Story dahinter. Genau. Und dafür kann man dann eben diese Essenzen sammeln, die dann eben in Siegpunkte umgewandelt werden. Und wer halt am meisten Siegpunkte am Ende hat, darf halt dann diese Insel besiegen. Und mit den Essenzen kann man im Spiel aber auch noch Dinge erreichen. Hm. Was wir erst rausgefunden hatten, muss ich mal überlegen, wann wir das einfließen lassen. Nämlich zum Beispiel kann man damit halt einen ersten Streiter küren, wozu aber auch noch andere Dinge erfüllt sein müssen. Und dieser erste Streiter des Lagers hat halt noch besondere Fähigkeiten, was halt die eigene Fraktion stärker macht im Kampf, weil der kann dann so Sachen halt machen wie halt Windstoß und so ein Quatsch. Muss ich sagen, war eins der wenigen, also wir berichten ganz neutral davon und wir möchten jede Kritik, die wir haben, und es wird nicht viel sein, überhaupt nicht, möchten wir absolut positiv verstanden haben, weil die Con hat uns richtig viel Spaß gemacht, oder? Ja. Also war auch eine Con, wo ich bin zu Hause angekommen, und habe mich nicht dann wieder gelangweilt gefühlt, oh ja, jetzt erstmal alles putzen etc., sondern ich saß daheim, habe mich gut gefühlt. So gut, dass ich dann noch eine andere Anfrage positiv beantwortet habe, aber da kommen wir später dazu. Und die Kritik hier wäre vielleicht, diese Fähigkeiten der ersten Streiter sind halt reines Telling in der Schlacht, wo auch niemand aufgeklärt wurde. Das heißt, du kommst dann in die Schlacht und stehst in eine Schlacht rein und dann ist halt so ein Hansel, wo du halt feststellst, okay, das ist wohl der erste Streiter vom gegnerischen Lager und der macht halt einfach mal so Verwirrung. Ach, das war der erste Streiter, ich wusste gar nicht. Ah, okay, das war für mich auch, das höre ich jetzt bei dir zum ersten Mal. Ich dachte, das wäre halt mal wieder so ein super Power-Magier. Genau, und ohne dass aufgeklärt wurde, was jetzt Verwirrung eigentlich hier auf der Con genau auslöst. Ja, okay, aber das kann man sich ja denken oder... Ja, stimmt, das hatte ich öfters mal mit der Verwirrung, da habe ich halt dann irgendwie so, wo muss ich hin und habe mich halt umgedreht und weggedreht und so ein bisschen verwirrt. Ja, das spielt verwirrt. Man dann so weit, aber es wäre... Aber dass das der erste Streiter ist, war mir ehrlich gesagt auch nicht bewusst. Ich glaube, es war der erste Streiter. Aber stimmt, macht Sinn. Ja. Genau, weil der erste Streiter halt auch noch besondere Fähigkeiten hat durch die Weihe. Aber vorher kommen wir mal bevor wir solche... Vielleicht sollten wir noch allgemein ein bisschen besser erklären. Intern. Ja. Bisher scheinen wir relativ logisch und konsistent zu reden, weil du hast keine Fragen. Nein, also ich habe kurz mal überlegt, ob ich doofe Kommentare einwerfe. Unterbrich uns. Aber ja, auf dem Drachenfest hatten wir das ja dieses Jahr auch mit diesen Wettstreiken, wo man diese Schriftrollen sammeln kann, dessen Namen ich mir echt nicht merken kann, es tut mir leid. Selbst niemand im Orklager konnte sich das merken und es war super cool, weil die halt... Selbst die Orks konnten sich keinen Namen merken. Also wir haben es, also normalerweise schwierige Begriffe und Orks passen ganz gut, aber es war so ein... Was? Lepra? Irgendwas? Und wir sind da gestanden. Nein, das hat Laudatien? Ja, genau, Laudatien. Also, oder ich habe gerade die ganze Zeit, die sie geredet hat. Oder Laudemien oder so? Laudemien. Ja, irgendwie sowas. Ich war auch da, habe gerade jetzt überlegt. Tatsächlich, wir fanden das als eine sehr schöne Idee. Deswegen, da wäre meine Frage, ob es auch eben anderweitig für andere Wesen auch so Wettstreike zusammen gab. Also wir hatten als Orks auf dem Drachenfest eben große Glück, dass wir dieses Jahr dank dem Wetter früher spielen konnten. Hey, eigentlich könnten wir noch eine Besprechung vom Drachenfest machen mit euch beiden, wo ihr nämlich wart und ich nicht. Super. Und
da konnten wir dann halt an Wettstreiken mitspielen und es war halt mega, diese Interaktion, die wir mit Menschen hatten. Deswegen hattet ihr dann sowas, waren es Wettstreite, wo ihr diese Essenzen bekommen konntet? Also alles. Und das fand ich halt auch sehr gut bei dem Lab, weil es gab wirklich richtig viel zu tun. Also richtig viel, ich nenne es mal Plot. Und vor allem für jeden. Also jetzt nicht nur, weil oft ist es so, bei Labs, da gibt es eher nur was für Krieger, eher nur was für Gelehrte. Aber da gab es halt für mein Gefühl echt für alle was. Weil das war halt ziemlich strukturiert. Also es war halt von 9 bis 1 waren immer zur vollen Stunde Turniere. Mhm. Und das Gute war halt, es waren lauter unterschiedliche Turniere, also bei jedem Tag. Und es war halt wirklich, klar waren viele auch mit Kämpfen, aber da war es halt auch unterschiedlich mit Einhänder, mit Stangenwaffen, mit Pfeil und Bogen oder Fernwaffen, das allgemein. Dann gab es auch was für Heiler, also ein Turnier für Heiler, ein Turnier für Magier. Also das fand ich halt, und auch für Gelehrte, da muss man so Rätsel lösen. Das fand ich halt ganz gut, dass da für jeden was dabei war. Wir erzählen vielleicht nachher noch ein bisschen von den Wettkämpfen. Genau, falls ihr euch schon gewundert habt, also Jessie spielt sehr gerne Ork und du spielst mehr so Wikinger. Oder alles Mögliche. Okay, aber auf dem Drachenfest war es so. Ja, also ich habe eigentlich verschiedene Rollen. Also ich würde sagen, jetzt meine Hauptcharaktere sind eigentlich die Wikingerin, die Wikinger-Anführerin und die Piratin. Wobei ich jetzt auf dem Inseln der Macht eine Jägerin gespielt habe. Genau. Also. Ich war auf dem Inseln der Macht. Nein, nicht mehr der Friedenspriester. Ich habe das erste Mal mir jetzt eine Rüstung zugelegt und wollte auch mal einen kriegerischen Charakter spielen und hat mir super viel Spaß gemacht. Okay, Inseln der Macht. Also wir haben so ein bisschen was gesagt, wie das prinzipiell funktioniert. Ach so, genau, ja. Vielleicht noch fertig mit den Turnieren. Es war ja von bis 1 diese Turniere. Ja. Dann von 1 bis 6 war es, glaube ich, abends, war dann dieses mit der, war das dann mit der Schlacht, oder kann man es so nennen. Das heißt, es gab halt dann extern, also bei den Lagern war der Lagerfrieden, da durftest du halt auch die anderen nicht angreifen. Ja. Aber dann gab es halt abseits, wo die auch die Turniere stattgefunden haben, wie so ein Fort mit einem Tor. Und da konnte man dann halt dieses Tor eintreten und dann sein Banner, ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt, jeder hat den Banner, sein Banner von seiner Fraktion dort drin hissen. Und wie lang das Banner dann da drin war, gab es halt auch wieder diese Siegpunkte. Ja, also eine Stunde war es immer drin, dann hat man es zurückbekommen. Aber Nee, im Vor war es so lang, wie du geschafft hast. Also eher im Vor. Ich rede gerade vom Vor. Ja, ja. Genau, das war das mit der Schlacht, gesagt, also im Vor. Und dann konnte natürlich, wenn jetzt die eine Fraktion da ihr Banner drin hatte, konnten natürlich die anderen dann angreifen und halt versuchen, dieses Vor einzunehmen und dann das eigene Banner zu hissen. Genau. Und also es klingt tatsächlich so ein bisschen wie ein kleines Drachenfest gepaart mit Munchkin. Erstmal die Truhe einlegen. und parallel gab es ja dann auch noch die Banner wie beim Drachenfest, dass halt jede, also die verschiedenen Lager waren so nebeneinander und jeder hatte sein Banner. Allerdings nicht ganz wie beim Drachenfest, weil da ist es ja so, dass man das Banner, also dass man mit einer Armee reinmarschiert ins andere Lager und dann das Banner mitnimmt, sondern da war es so, man durfte ja den Festfrieden oder den Frieden nicht brechen. Das heißt, um das Banner zu stehlen, musste man eher sich ranschleichen oder die ablenken oder also man durfte das nicht mit Waffengewalt entwenden, sondern eher, wenn die halt gerade nicht aufpassen oder ja. Ja, das oder? Hat dann dazu geführt, dass unser Lager auf die Idee gekommen ist, wir ketten einfach das Banner an. Was wohlgemerkt, aber mit einem einfachen Karabiner gesichert und der war verankert mit einem 2 Zentimeter in der Erde steckenden Hering, der auch noch rosa Bändel hatte, den du hast also dieben können. Von daher, also dieben können. Wie gesagt, guckt euch unser Was Lab Video an, das in den 2 Teilen 2,5 Stunden geht, wo wir das alles erklären. Ich glaube, dieben erklären wir da aber nicht. Es ist halt der Ausdruck für etwas stehlen im Spiel, wogegen man nicht sagt, man stiehlt etwas, weil wirklich Gestohlenes ist tatsächlich gestohlen und das will auf dem Lab wirklich keiner. Von daher, ja, und das haben dann alle anderen kopiert. Andere haben dann immer eine Wache am Banner sitzen gehabt, der das Banner ständig anfasst. Aber gut. Also ich fand es bei der Hitze etwas anstrengend, weil es war halt auch das Wochenende, hat es halt über 30 Grad, glaube ich. Mhm. Und dann hatten wir halt nichts dabei, um Schatten zu machen an dem Banner. Das heißt, du bist dann halt in der prallen Sonne da gehockt und musst das Banner bewachen. Das war ein bisschen, anstrengend. Man kann das kurz dazu sagen, also rosa ist tatsächlich eine relativ besondere Farbe im Lab, dass die Dieper sind, die normalen Dieper an Stegen, erkennt man eigentlich an roten Bändeln oder Beutel.
Ja, es macht halt jede Orga selber oder was pink, weil sie halt gesagt haben, rot ist eine Farbe, wo vielleicht manche Leute wirklich haben, aber pink ist jetzt so eine Farbe, wo glaub so bei Lab eher niemand, also ja doch, das ist mal rosa, oder? Der Priester ist so liebbar, ja. Ja, halt aber eher unbeliebt. Also es gibt auf jeden Fall weniger rosa und pink im Lab als rot. Ja, also mal jetzt normal. Es hat mich gewundert beim Epic, dass sie rote Beutel und so nehmen. Ja. Ja, aber da war ja die Besonderheit mit den goldenen und silbernen X drauf. Okay. Ja. Wobei ich das Diebesspiel auch sehr schön fand, dort auf Con. Also beim Insel der Macht, da haben die jedem Spieler beim Check-in so einen rosa Beutel gegeben, wo sie gesagt haben, okay, da war auch schon, da waren eben, jeder hat zwei Essenzen, das sind ja diese Siegepunkte, die du sammeln musst, waren da drin und ich glaube auch eine Münze und so. Und das konnte man sich dann halt, oder man konnte auch selber sagen, man tut da noch zusätzlich irgendwas rein, was man halt nicht mehr braucht. Ja. Weil das ist, was da drin ist, kann man dann dieben und wirklich behalten. Genau. Und das kann man sich dann irgendwie ein Gürtel oder so machen, dass es halt geklaut werden kann. Und zusätzlich haben die dann noch so in der Stadt und überall so halt irgendwie so Krimskrams, so Vasen und anderes Zeug, pink angesprüht. Ich bin schon gespannt, ob du deine Vasen-Story erzählen willst. Kann ich gerne machen. Pink angesprüht und überall in der Stadt verteilt. Und teilweise war das halt wirklich bei den Spielern in der Schmiede oder in der Taverne, stand das halt dann so rum und dann konnte man das klauen. Und dann musste man halt auch IT rausfinden, dass es dann einen Hehler gab. Also da gab es ein Teehaus. Und das Teehaus war eigentlich der Hehler. Das heißt, man musste da einen bestimmten Gegenstand einmal klauen, mit dem dahin und dann bist du halt in der Diebsgilde gewesen. Und dann konntest du die ganzen anderen pinken Dinger dahin bringen und hast halt Essenzen dazu bekommen. Falls ihr euch wundert, also wir, Lager der Ordnung, mit einer Jägerin, die überall rumrennt und alles versucht zu dieben. Nein, das hat seine Ordnung, weil sie war in der Diebesgilde. Ja. Alles in Ordnung. Ja, genau. Also das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass wir in der Ordnung waren, glaube ich. Also es gab ja diese verschiedenen Lager und wir waren eben im Lager der Ordnung und wir waren sechs, also zu unserer Gruppe, wir waren sechs Leute. Also Alex, ich und noch vier. Und hatten dann eine Armenspeisung in der Ordnung gemacht. Genau. Also ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das so richtig reingepasst hat, weil Ordnung war eigentlich eher beschrieben so Ritter und Paladine mit ihrem Gefolge und wir waren eher so ein zusammengewürfelter Haufen, der halt eine Abendspeisung gemacht hat. Ja. Also der zusammengewürfelte Haufen war das Lager der Ordnung generell. Ja. Aber wir kommen mal wieder zum Ablauf von der ganzen Con. Nämlich erstmal Insel der Macht, wie kam es dazu, dass wir dazugekommen sind? Bei mir war es so, dass eine unserer Mitspielerinnen gesagt hat, du Alex, ich habe hier zwar das Ticket, aber wir haben gerade eine richtig heftige Hausrenovierung auch und sie weiß nicht, ob sie da überhaupt hinkommen kann, ob ich das Ticket haben will. Und ich so, das Ticket kostete zu dem Zeitpunkt 180 Euro. Ich sage, das kann ich nicht geschenkt annehmen. Ja, dann hilfst du uns bei der Hausrenovierung, habe ich gesagt, nee, ich habe gerade eine gerissene Sehne. Das geht auch nicht. Also habe ich tatsächlich und daher... dann ist sie aber doch, also wir haben sie so gemeinschaftlich dann motiviert, was uns alle sehr gefreut hat, dass sie dann doch gekommen ist. Und ich habe mir einfach gesagt, ich brauche Urlaub, komm, ich hole mir jetzt das Ticket so. Und habe mich euch angeschlossen. Und weil ich da auch einfach alle kannte, wo ich wusste, das wird total super. Und ja, Spoiler, es wurde es auch. Mhm. War echt einfach richtig tolle Con. Aber das Ganze hat erstmal mit einem riesigen Chaos angefangen, zwar noch vor der Con, indem wir, also Freitag begann es, glaube ich. Und ja, Freitag bis Dienstag. Donnerstag wäre Frühanreise möglich gewesen. Die Con, die Orga wollte Dienstag auf dem Platz sein, um schon mal alles aufzubauen etc. Dienstag erreicht uns allen eine E-Mail. Frühanreise bitte alles sofort stoppen. Niemand ist vor Freitag 13 Uhr auf dem Platz, weil der Geländeinhaber, ich weiß nicht, ob das da Land, Stadt oder sonst irgendwas ist, hat Scheiße gebaut. Da sind noch bis 13 Uhr am Freitag Pfadfinder auf dem Gelände. Und wir hatten das beim Emberwind, dass wir einen Tag weniger hatten, weil wir nicht den Tag bekommen hatten. Und das war schon Stress. Die konnten, glaube ich, wirklich erst am Freitag auch alles aufbauen, was ich so mitbekommen habe. Also sie haben teilweise ein paar Sachen schon am Dienstag gemacht. Die waren dann schon da, aber konnten halt viele Sachen nicht so richtig so machen, wie sie es geplant hatten. Und da muss ich sagen, klar gab es dann ein Chaos, als alle auf den Platz wollten und da aufgebaut haben. Das war relativ chaotisch, aber weil es auch nur einen Zufahrtsweg gab, das heißt, es konnten immer fünf Autos rein, die mussten abladen, dann mussten die wenden auf so einem Ackerweg und wieder zurück. Und das für viele hundert Spieler. Also einige hundert zumindest. Aber
Man hat es nicht gemerkt. Die Orga hat es super gemanagt alles. Ganz generell, also so ein dickes Lob an die Orga, was alles angeht. Ja. Das war... Also ich fand, das war super. Echt super durchorganisiert. Ja. Und vor allem dadurch, dass sie halt da dann auch noch so Steine in den Weg geworfen bekommen haben, fand ich, haben sie es echt gut gemacht. Es war auch so, dass wir am ersten Abend, ich wollte dann duschen gehen, weil nach Aufbau und so, man ist verschwitzt. Gehe da hin und da war halt ein Duschwagen und davor ein Zelt, in dem man sich halt schon umziehen konnte. Und da war auf einmal ein Schild, nee, das Duschzelt ist für die Abreise der Pfadfinder, dass die heute noch duschen können. Das heißt, erst ab 22 Uhr duschen. Wir haben uns dann durchgefragt und haben festgestellt, dass auf diesem riesigen Gelände, wo auch noch andere Zeltplätze untergebracht waren, hinten ein Ziegelsteinbau war, wo also in einem gemäuerten Bau einfach duschen sind, da können wir auch duschen. Dann waren wir ein bisschen weiter, haben wir einen Spaziergang gemacht und waren aber sehr froh und haben wirklich in gemauerten Duschen erstmal geduscht und wir so, ach, so gute Duschen kriegen wir hier nie wieder, das ist ein gemauerter Bau, kein scheiß Duschwagen. Naja, am ersten Spieltag dann aber, ich gehe also erstmal wieder in den Duschwagen und sehe schon, okay, heute können wir ihn ja verwenden, da in diesem Duschzelt sind so Holzbohlen, was super praktisch ist. Man hat diesen Matsch nicht an Füßen, man kann hier die Schuhe schon mal ausziehen und alles. Und da waren auch noch andere drin. Und der erste geht in den Duschwagen rein und aus dem Duschwagen herauskommt. Wir alle draußen so, what? Der nächste geht rein, selbe Reaktion. Lacht sich also einen Ast. Irgendwann bin ich da rein und dann verstand ich, warum die alle in schallendes Gelächter ausgebrochen sind. Weil das war kein Duschwagen. Das war ein Werbewagen dieser Firma, die die Duschen herstellt. Mit so tellergroßen Regensprühverteilern, wo du an einem Schaltermenü hast auswählen können, ob du jetzt den kleinen Sprühnebel willst, den großen Sprühnebel, ob du den Massagestrahl willst, mit wie viel Druck das kommen soll, mit welcher Temperatur es kommen soll, wirklich aufs Grad genau quasi. Und natürlich auch ohne Zeitlimitierung. Das war sehr witzig, weil dann da auch noch so ein, also diese Werbebanner quasi neben den Duschen auch waren, wo drauf stand, diese Dusche verbraucht 60% weniger Wasser, wo ich mir überlegt habe, das ist ein Bullshit, wenn du fünfmal so lange... Dafür wollte ich gerade sagen, ich habe noch nie so lang und so oft auf Con geduscht, den einen Tag, einfach so geil war. Weil den einen Tag war ich drunter, und zwar gerade mal Mittag, und habe gesagt, so, ja, ich dusche heute schon zum zweiten Mal. Und der andere lächelt mich halt nur an und sagt, er ist zum vierten Mal heute drunter. Aber es hatte halt auch 30 Grad, da war das halt auch ziemlich geil, echt, dann zwischendrin echt heiß. In diese kühle... Regenwald-Dusche reinzugehen. Die anderen bei uns haben Duschbier mitgenommen, haben da Party in der Dusche gemacht, glaube ich. Also die Duschen, also bitte wieder. Ich will wieder aus Insel der Macht, einfach wegen dieser Duschen. Es waren die besten Duschen, die ich jemals irgendwo auf einer mobilen Veranstaltung gesehen habe. Aber ich muss sagen, ich würde nicht mal mobile Veranstaltung eingrenzen. Also besser als zu Hause. Tatsächlich, ja. Genau. Also bitte, Orgas von Anna Love, nehmt euch das Beispiel. Lasst euch sponsern von dieser Duschfirma. Wir nehmen das, wir nehmen das, wir lieben Duschen. Das machen wir nicht. Wir machen noch Werbung für andere. Der Med steht schon da. Den werden wir definitiv bewerben. Ich wollte nur sagen, damit die anderen das finden. Aber die werden es schon finden. Ansonsten schreiben. Wenn wir irgendwas Positives über irgendwelche Firmen oder so sagen, dann, weil wir das von uns aus meinen, nicht weil wir Geld dafür bekommen, wer auf dem Kanal länger unterwegs ist, weiß das. Okay, Duschen-Story haben wir. Unser Lager im Lager in Ordnung haben wir im Prinzip schon beschrieben. Also wir hatten, im Prinzip waren es nur drei Gruppen in unserem Lager, wenn ich das noch richtig weiß. Also wir waren auch eine der kleinsten Gruppen. Wobei es gab noch eine noch kleinere, das war die Urkraft. Das war nur ein Pärchen, also es waren zwei Leute. Die haben dann halt irgendwie auch nicht so richtig mitgemacht mit dem Bannerstehlen und so. Ich will mal anmerken, dass das Lager der Urkraft noch... vor dem Lager der Ordnung gelandet ist. Nee, anscheinend nicht. Ich glaube, das war nur ein Gerücht. Nein. Bist du sicher? Ich war bei der Siegesehrung dabei, die waren vor uns. Peinlich. Also die waren bei der Endschlacht zu zweit, aber ich weiß nicht, ob die insgesamt nur zu zweit waren. Okay, doch, die waren wirklich nur zu zweit. Also, auf jeden Fall. Es gab noch eine andere Gruppe, die war zuerst Urkraft, ist dann aber noch spontan in die Gier rübergerutscht, weil sie irgendwie nicht in so ein kleines Lager wollten. Das ist traurig. Ja. Traurig, ja. Also das hätte mich motiviert, gerade da zu bleiben. Oh ja, also ein Familienlager aufzumachen. Ja. Wie wenn eine große Inzuchtfamilie oder ähnliches. Also ich fand, wir wurden der Ordnung nicht so richtig gerecht, weil, aber es war ein bisschen dem geschuldet, dass wir waren halt so wenige, es waren nur drei verschiedene Gruppen im Lager der Ordnung. Und davon wir waren zwar alles erfahrene Laber, allerdings das erste Mal auf Inseln der Macht. Und auch die andere Gruppe waren, glaube ich, auch sechs Leute wie wir. Und die waren auch noch nie auf Inseln der Macht und hatten auch noch einige Neulaber dabei. Und dann war noch eine dritte Gruppe. Die waren zwar schon auf Inseln der Macht,
Allerdings waren die halt nicht so motiviert, jetzt wirklich zu sagen, hey, wir wollen Siegespunkte sammeln und wir wollen gewinnen, sondern denen ging es einfach nur darum, Spaß zu haben. Es waren Imperiale aus Altdorf, damit erklärt sich alles. Ah, schön. Allerdings habe ich die auf dem Empire nicht gesehen, die wir da hatten. Altdorf ist groß. Ja, ich weiß. Das ist eine relativ neue Gruppe, die wir kennengelernt haben auf dem Epic. Okay. Aber dann gleich eine Frage. So, was ist eure Einschätzung? Lohnt sich Insel der Macht auch für Neulinge? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, aber da würde ich, glaube ich, eher in ein größeres Lager gehen. Weil, also ich muss sagen, also ich fand es ein bisschen am Anfang, an dem ersten Tag, haben wir irgendwie gar nichts auf die Reihe bekommen in der Ordnung. Weil wir halt, klar, es war halt jetzt eine blöde Konstellation, dadurch, dass halt auch die anderen beiden Gruppen, also die einen auch nichts, also auch neu waren und die andere Gruppe unmotiviert war, irgendwie für diesen Wettstreit zu kämpfen. Die waren nicht unmotiviert. Nee, die hatten halt andere, die waren da zum Feiern und das war jetzt nicht ihr erstes Ziel, da zu gewinnen oder das irgendwie. Das Problem war, das wir hatten, um das mal genau zu erklären, dass direkt die Phönixe sind quasi so unsterbliche Wesen, die dort die Wettstreite führen. Und einer dieser Phönixe kam also in jedes Lager am Anfang, hat gesagt, so, hier ist euer Banner. Und ihr müsst als allererstes eine Stimme des Lagers erwählen, die das gesamte Lager vertritt. Ja, dann wir auch nicht wussten. Dann war von dem anderen Lager, von den, wo auch Beginner dabei waren, ich sag mal, das war diese Eiswolfs-Elfenpriesterin war. Ich kann es jetzt nicht genau benennen, aber irgendwie war es was davon. Es war auf jeden Fall so eine Wolfs. Das waren, glaube ich, geehrte Magier. Irgendeine Wolfsreligion auf jeden Fall. Auch, ja. Und da war eine Spielerin dabei, die hat am Anfang relativ, also sie hat auch generell super gespielt. Wie wir hinterher rausgekriegt haben, war das ihr allererstes LARP, so richtig Story-LARP und so. Überhaupt hat man nicht gemerkt. Und ich habe mit dieser Gruppe auch total gern zusammengespielt. Mhm. Die waren echt super Leute. Auf jeden Fall waren wir uns mit denen ziemlich schnell einig. Ja, die macht die Stimme der Macht, wunderbar, die kann wunderbar sprechen und so. Und dann ging es darum abzustimmen, aber um uns rum standen noch einige Imperiale. Und ja, wie stimmt ihr ab? Ja, und der Phönix hat halt gemeint, es muss halt mehr als die Hälfte aus dem ganzen Lager muss zustimmen. Genau, und die Imperialen waren die größte Gruppe von uns. Ich glaube, insgesamt war das Lager der Ordnung irgendwie so 25 Leute mit den Imperialen. Und die Imperialen halt alle so, also ich stimme nicht für die, ich brauche erst das Okay vom Hauptmann, dass ich für die stimmen darf. Das heißt, wir mussten dann erstmal in einer Riesensitzung den Hauptmann davon überzeugen, dass wir jetzt endlich eine Stimme des Lagers erwählen müssen. Und der hat sich halt Zeit gelassen, der hat das richtig ausgekostet. Richtig geiles IT-Spiel. Also unsere Kritik daran, dass die Imperialen uns eigentlich das ganze Lager so ein bisschen blockiert haben, weil die nicht so wirklich Interesse dran hatten. Also IT war es halt. War das IT super gespielt? IT hat uns blockiert. Genau. OT fand ich es auch voll. Die waren super nett und alles, aber es war halt IT. Dadurch haben wir, glaube ich, auch ein bisschen weniger auf die Reihe bekommen. Ja, die Imperialen sitzen sehr gerne an langen Tafeln und reden. Also egal, auf welchen Kon du bist. Aber da kamen wir halt schon so ultra chaotisch vor, weil Lager der Ordnung und ich glaube, es hat bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gebraucht. Der Phönix stand da irgendwie blöd mit seinem Banner rum und wir haben irgendwie erstmal noch eine dreiviertel Stunde rumdiskutiert, wer die Stimme der Ordnung ist. Und ich glaube, die anderen Lager waren ja schon öfters dort, die haben das bestimmt schon im Vorhinein diskutiert, weil die es wahrscheinlich davor schon wussten, okay, wir brauchen die Stimme vom Lager. Aber wir wussten es ja erst, als der Phönix vor uns stand und gesagt hat, wer ist es jetzt? Das direkt am Anfang, und das hat Selma berichtet, die gab es damals auch schon, jemand von der GIA sich bei uns runtergeschmuggelt hatte und so getan hat, als würde sie zu uns gehören. Ja, vor allem, ich habe sie noch so gefragt, da war so ein Mädel und da wir ja so wenige waren, nur drei Lager, habe ich eigentlich gedacht, wir kennen schon alle. Und dann ich so, ja, wer bist eigentlich du, zu welchem Lager gehörst denn du? Ja, ich bin allein hier. Und dachte mir schon so, hä, eigentlich sind es drei Lager? Aber irgendwie war ich in dem Moment so, und ich so, ja, wo steht dein Zelt? Und so, ja, da hinten im Wald. Und dann dachte ich mir schon so, hä, das ist so komisch, vor allem, weil sie auf unserer Lager gezeigt hat. Aber klar, das ist halt wieder dieses OT-IT. Ich dachte dann halt OT, okay, vielleicht pennt sie in einer Fernwohnung und spielt IT bei uns. Bin deswegen nicht mehr weiter drauf eingegangen. Aber die war halt aus irgendeinem anderen Lager und wollte unser Banner klauen. Die Was hat sich halt bei uns ja, knapp, fast knapp nicht geschafft hat. Also sie hat es eigentlich geschafft, aber der Phönix hat halt gesagt, das funktioniert so nicht. Okay. Weil der Phönix, wir hatten halt das Banner dann, also nachdem wir dann dreiviertel Stunde lang diskutiert haben, wer die Stimme der Ordnung ist, hat er dann endlich unser Banner in den Ständer reingesteckt. Mhm. Und dann
sie halt direkt wieder rausgezogen und du musstest dieses Banner dann zu so einem Phönix bringen. Mhm. Und hat das dann dem Phönix, der ja noch direkt daneben stand, in die Hand gedrückt und gesagt, hier, ich gebe das jetzt ab, im Namen der, ich weiß eben nicht, woher. Aber der Dunkelheit Phönix muss so 20 Schritte entfernt stehen. Genau, und der Phönix hat dann gemeint, nee, so funktioniert das nicht, er steht ja noch daneben. Genau. Das war schon Anfang. Und dann, da hat der Phönix uns alles so erzählt, wie das ist mit dem Banner. Ich glaube, 5 Minuten später kommt von vorne jemand her, nimmt das Banner und rennt weg. Das war nicht 5 Minuten später, also 5 Minuten später kam erstmal so ein Goblin, der meinte, ich will ein Paladins werden, ich suche einen Gott und so weiter. Und ich so als Streiter der Ordnung irgendwo, desillusionierter Söldner und Stadtbüttel, den ich gespielt habe, habe mir gedacht, ja, man muss verlorenen Seelen schon eine Chance geben, was bei Goblins natürlich komplett hinrissig ist. Aber auf jeden Fall, ich habe dann mich eine Weile mit ihm unterhalten, habe nicht weiter auf ihn geachtet, musste aber auch woanders hin. War nur so, ja, da ist ja jemand beim Banner da. Ach, er war das, oder wie? Nee. Und dieser Goblin, habe ich dann erfahren, als ich weg bin, hat sofort die Gelegenheit ergriffen, das Banner zu klauen. Ja. Aber wir haben das ja noch gar nicht so richtig gecheckt. So. Wir waren noch am Diskutieren, ja, dann brauchen wir wahrscheinlich eine Bannerwache. Wie machen wir denn das? Und hier und da. Und dann war es schon weg. Naja, also, alles muss seine Ordnung haben. Ja, wir waren theoretisch die Ordnung, aber ich glaube, wir waren das chaotischste Lager. Also, was das mit der Ordnung angeht, ist auch, das war ein richtig schönes Spiel, was wir hatten, als sie mal wieder irgendwie in unser Lager gerannt kam, sagt, ich muss mich jetzt umziehen und ich bin nicht hier und wenn mich jemand sucht, ich bin nicht hier. Und dann kamen halt so ein paar Leute, ich glaube aus dem Lager der Freiheit oder woher, die sagten, wir suchen sie, das ist eine Betrügerin. Und weil Luisa hatte ein Wettbüro aufgemacht und als sie gesehen hat, sie verliert da nur Geld, hat sie sich, bevor sie das hätte auszahlen müssen, halt ein bisschen aus dem Staub gemacht. Aber Steff, die auch dabei war und die eine Priesterin gespielt hat, Amaunator-Priesterin, falls es euch was sagt, Dungeons & Dragons und so, also für Sonne, Ordnung und so weiter und Recht, hat das dann wunderbar gelöst, indem sie da erstmal vermittelt hat und hat gesagt, Moment, also möchtet ihr Anklage erheben? Und die so, ja, wir erheben Anklage gegen die. Gut, also ihr erhebt Anklage, dass ihr, also gegen ein illegal eröffnetes Wettbüro, bei dem ihr illegalerweise dann auch Wetten eingereicht habt. Vor allem das Beste war eh, dass ich ja dahin kam zu diesem Turnier und dann wollte ich wetten. Und ich so, ja, wo kann man Wetten abgeben? Dann so, gibt's nicht. Ich so, ja, okay, wenn noch niemand Wetten macht, dann mache ich das jetzt. habe ich vorher noch nie gemacht. Habe auch ehrlich gesagt absichtlich ein bisschen, also so eine Jägerin gespielt, die ich halt absichtlich so ein bisschen naiv und ein bisschen nicht so gerade die klügste spiele. Weil ich finde, dadurch kriegt man irgendwie am meisten Spiel. Wenn man einfach sich ein bisschen dumm stellt, ein bisschen naiv ist, kann man halt super leicht Spiel bekommen, weil man halt einfach jeden Scheiß mitmacht. Und also, wenn ihr Kupfer macht braucht, mir Spaß. Wenn ihr Anfänger seid und Kupfer braucht, macht Gesindel. Und dann, ihr könnt so viel Geld einnehmen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, dann nehme ich jetzt Wetten an. Dann kam natürlich, weil auf dieser Insel gab es die Quanten und musste halt für jeden Scheiß erstmal einen Antrag ausfüllen. Und dann hieß es, ja, hast du denn eine Wettgilde gegründet? Ich so, oh, nee, aber ich mache es danach, habe ich mit dem abgeklärt. Okay, ich habe auch die Phönixe gefragt, ob ich Wettbüro aufmachen darf. Okay, Ausnahme, ich darf das jetzt machen und muss dann danach eine Wettgilde gründen. Genau. Dann, wie geht denn das mit dem Wetten annehmen? Dann, ich habe überhaupt keinen Zettel und Stift. Habe ich irgendwie Leute angequatscht. Okay, irgendeine hat mir dann Zettel und Stift geliehen. Und dann fällt mir auf, oh, ich kann gar nicht schreiben. Okay, wie macht man das? Und dann dann kamen die Leute und ich so... Darf ich den Zettel beschreiben? Das war also wirklich so ein Fresszettel. Dann muss ich muss ich ja aufschreiben, wer mir wie viel Kupfer gegeben hat. Und dann habe ich halt die Leute so angeguckt. Okay, du hast irgendwie so einen spitzen Hut, deswegen male ich diesen Hut auf. Okay, du hast mit 2 Kupfer. Zahlen konnte ich gerade noch so irgendwie Sie malen. Malt diesen Hut, ist stark übertrieben. Es war also... Und dann habe ich so 2K und dann so, ja, okay, auf wen wettest du? Freiheit oder Dunkelheit? Wie male ich Freiheit? Und jetzt da habe ich dann halt so das Wappentier. Die hatten als Wappentier so einen Pegasus. Das heißt, ich habe halt wie so ein Strichmännchen so ein Pferd mit so Flügeln gemalt. Also das war halt so dieser Zettel, wo ich aufgeschrieben habe, wer wie viel wettet. Und dann habe ich das aber irgendwie mit den... das Problem war, alle haben auf die Freiheit gewettet. Und ich hatte dann irgendwie, ich habe das nicht ganz kapiert, hatte ich dann irgendwie keine Gegenwette und habe das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, da doch jemand zu finden, der gegenwettet, bevor das anfängt. Dann haben alle auf die Freiheit gewettet und die Freiheit hat gewonnen. Dann habe ich da schon Minus gemacht. Zweitens war es dann wieder so. Alle auf die Freiheit, nur einer auf irgendeine andere Gruppe.
Und ich so, scheiße, die gewinnen schon wieder. Ich werde nur Minus machen mit meinem Wettbüro. Und dann bin ich eben abgehauen, weil mir aufgefallen ist, so, oh nein, ich kann die nicht auszahlen. Das ist eine sehr geile Idee, deswegen wenn man nicht schreiben und halt nicht rechnen kann, Wettbüro aufzumachen. Ja. Ja. Und deswegen bin ich dann halt einfach abgehauen, weil ich dachte, scheiße, ich will ja an meinen Kupfer. Und bin dann halt eben schnell, habe deswegen allen gesagt, also ja, wenn halt jemand mich beschreibt, ihr kennt mich nicht. Und dachte mir, ja, ich bin ganz klug, wenn ich mich jetzt umziehe und den Hut ausziehe, dann erkennt mich keiner mehr. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Genau, und deswegen konnte halt dann die Priesterin das ganz gut, also meine Rechtsverdreherin konnte das dann eben ganz gut, ausspielen. So, ja, ihr habt ja, erstens war ja, hatte ich ja noch gar keine Wettgilde gehabt. Zweitens, ich habe dann ehrlicherweise diesen Beweisstück, also die haben sich ja gar keine Quittung geben lassen, aber ich hatte ja dann meine Quittung mit diesen gemalten Pferden und Zeug drauf. Quittung, also um mal die Bürokratie zu erklären, die natürlich wir vom Lager der Ordnung gefeiert haben, aber die Quanten, also die Ureinwohner der Insel, es war so, wenn man etwas beantragen wollte, zum Beispiel man hätte ein Wettbüro eröffnen wollen, dann ist es so, dass man zu den Quanten geht und sagt, ich möchte einen Antrag auf Eröffnung eines Wettbüros. Dann füllt man das entsprechende Formular aus oder, wenn es ein solches Formular noch nicht gibt, schreibt es ein Schreiber der Quanten als selber formuliert es dann aus. Mit diesem Antrag geht man dann zur Quadrille. Genau, so hieß das. Das war ja quasi der Rat, so ein bisschen der Quanten. Ja. Quadrille, was? Lässt sich das abstempeln. Quadrillen, weil halt, oder die Quanten hießen die halt, weil es die vierte Insel war, weil die vierte Con auf dem Insel der Macht. Also hieß ja Quantum. Genau. Und deswegen hießen die Einwohner Quanten. Und nächstes Mal werden sie Quinten heißen. Aber die sind immer anders. Also es sind irgendwie, also Selma hat mir erzählt, beim ersten waren es zum Beispiel so richtige Steinzeitmenschen irgendwie. Ja. Und da waren es halt die Bürokraten, was aber sehr lustig aber war. Schlechte für Bürokraten. Uns, weil für uns aus der Ordnung hat das halt super gepasst. Ja, und man konnte auch natürlich Anklagen erheben und so. Wir haben zum Beispiel eine Anklage mal erhoben wegen der Wettbewerbsbedingungen, weil wir gegen die Sonne gestartet waren. Die wurde aber nie bearbeitet. Deswegen, also das funktioniert so ganz nicht bei denen. Aber auf jeden Fall hat man sich dann das von den von der Quadrille abstempeln lassen. Da mussten auch Unterschriften, es musste alles drauf sein. Teilweise brauchte man dann noch verschiedene Unterschriften von woanders. Also musste man woanders hinrennen, also Phoenix die Stimme, Beispiel musst du unterschreiben. Es war immer unterschiedlich, je nachdem, was du beantragt hast. Dann hast du den Antrag zur Stimme gebracht und die Stimme musste ihn an einen Phönix des Südens oder den Lagerphönix halt abgeben. Mhm. Und dann ist er im Reich der Bürokratien des Papiers verschwunden. So ist es eigentlich mit fast allen Anträgen passiert. Mhm. Aber es war ein sehr, sehr geiles Spiel, was das angeht, weil wir vom Lager der Ordnung konnten uns halt immer so, habt ihr euch auch eine Quittung geben lassen für eure Wetten? Nö, blablabla. Ja. Und was natürlich sehr schön ist, weil wer lässt sich auf dem Lab, weil er irgendwo einen Kupfer gewendet hat, eine Quittung geben. Aber war natürlich für uns echt super und hat echt viel Spiel generiert. Ja. Sind diese Phönixe auch wie auf dem Drachenfest, die Avatare so unbesiegbar oder so? Die sind nicht selber beteiligt, das sind quasi wie die Richter vor Ort. Mhm. Was man auch noch erwähnen muss, ist, du kriegst in diesem rosa Beutel am Anfang auch einen ganzen Haufen Zettel mit, wo Gerüchte und so Zeug drin sind. Da war zum Beispiel ein Phönix des Nordens ist so stark wie drei Phönixe des Südens oder sowas. Und das habe ich wiederholt vor einem Phönix des Südens, der war sehr sauer. Hm. Ja. Okay, er ist uns undeutlich. Das sind die 375 Gramm, ja. Ja, nee, aber das war halt, und genau das hatte ich, glaube vorher noch gar nicht so erzählt, was es eben, es gab halt auch diese Quanten und von denen konnte man halt eben auch Essenzen bekommen. Ja. Das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt so der Krieger war oder Turnier, dann ist man einfach in die Stadt gegangen, die Quanten hat man daran erkannt, die hatten alle so einen gleichen, so eine Mütze Hut auf oder so eine komische graue Mütze. Daran hast du erkannt, das sind eben Quanten und dann bist du halt einfach hin und hast gesagt, hey, kann ich dir irgendwas helfen oder gibt es hier irgendeinen Quant, der Hilfe braucht. Und meistens haben sie sich dann zu einem geschickt und da hast du dann auch wieder irgendwelche Quests bekommen. Ja. Und das fand ich halt sehr cool, dass man halt immer, wenn einem gerade langweilig war, ist man halt einfach gegangen, hat gefragt, hey, hat jemand was zu tun? Und hat dann da immer irgendwie was zu tun gehabt. Das fand ich halt sehr gut. Es gab echt immer Spiel, wenn du es gewollt hast. Ja. Und dafür, dass die Con jetzt, sagen wir mal, nur ein Zwanzigstel so groß ist wie das Drachenfest. Auf dem Drachenfest hatte ich ja schon die Erfahrung gemacht, wenn du Spiel willst, findest du es, was bei 6.000, 7.000, 8.000 Spielern auch kein Wunder ist. Aber es ging hier auch.
weil einfach es eine richtig gut durchgeplante Con ist, wo du auf allen möglichen Weisen, also wie gesagt, die Essenzen hast du auch für gutes Spiel einfach bekommen, die dir mal einer zugedrückt hat. Daher, also ich werde, habe ich direkt gesagt, ich werde auf jeden Fall wieder beim Insel der Macht dabei sein. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es wohl nur alle 2 Jahre diesen großen Wettstreit gibt. Ja. Also das heißt, wird jetzt erst wieder in 2 Jahren sein, wobei sie dann in dem Zwischenjahr wohl so kleinere Cons für so 100 Leute oder sowas auch machen. Also so habe ich es jetzt mal gehört. Aber es gibt, glaube ich, jetzt noch nichts in Planung. Die Orga ist auch sehr groß. Also wenn ich es vergleiche bei uns mit Emberwind, relativ zur Teilnehmerzahl ist die Orga doppelt so groß. Und das hat man gemerkt, das ist einfach alles ziemlich gut geflutscht. Und ich stelle mir trotzdem einen Haufen Aufwand vor, wo ich nicht weiß, ob du es halt öfter machen kannst. Und diese Zwischencons, die sie haben, wo du auf die Insel kommst, die anderen 2 Jahre alt sind, überlege ich mir auch echt, weil... Also ich würde da auf jeden Fall auch hingehen, weil ich fand es echt gut. Und ich bin auch eher so der Fan von kleineren Cons. Also ich muss sagen, ich war jetzt auch dieses Jahr auf dem Drachenfest und das war mir zu groß. Also für mich hat es sich wieder bestätigt, dass so, ja, eigentlich so über 400 Leute ist für mich zu groß. Ich mag lieber die kleineren Cons, wo man die Leute immer wieder trifft und die Leute halt auch kennenlernen kann und so. Das ist irgendwie eher so meins. Und ja. Wollen wir mal... Ich würde sagen, das hier, da haben wir schon viel drüber. Obwohl, ach, das Diebesspiel hat ihn noch nicht fertig erzählt. Das wollte ich dir vorhin. Die Vasengeschichte. Es war alles so ein bisschen chaotisch. Erzähl mal dein Diebesspiel und die Vasengeschichte. Genau. Auf jeden Fall, ja, vorhin schon erzählt, da gab es dieses Diebesspiel, konnte man so diese pinken Gegenstände klauen. Und dann war, ich hatte den Rock an, weil es so heiß war. Und ein Kleid, das war schon so knöchellang. Und dann war da so eine Vase, aber die war schon so hoch, so breit. Also so eine große Vase. Auf dem Tisch gestanden? Die stand auf dem Boden. Die war so auf dem Boden gelehnt, bei den Schmieden. Und dann bin ich halt dahin und habe mir die Vase so halt zwischen die Beine geklemmt. Also unter den Rock geschoben und zwischen die Beine geklemmt, dass ich halt so, Und zuerst hatte ich es noch so festgehalten, dachte ich so, nee, ist zu auffällig. Ich muss nur halt Arme frei haben. Und da habe ich dann halt diese riesen Vase so zwischen die Beine geklemmt, dass ich halt so breitbeinig dann aus dem Lager rausgegangen bin. Moment, da hat doch noch einer gefragt, fand ja, nicht und dann haben die natürlich, gesehen, dass ich komisch laufe. Und dann haben sie so gemeint, da stand doch gerade noch eine Vase. Das war denen dann natürlich auch klar irgendwie, warum ich so komisch laufe. Und sie, ja, da stand doch gerade noch eine Vase. Und warum laufst du so komisch? ja, heb doch mal deinen Rock. Und ich so, was? Hier unzüchtige Männer! Ich kann doch hier nicht einfach meinen, ihr könnt mich doch nicht auffordern, meinen Rock zu lüften. Und hab den tatsächlich auch ziemlich hoch gehoben, weil ich hab den halt die Vase so weit oben gehabt, dass ich den Rock sogar ein bisschen hochheben konnte und man hat nichts gesehen von der Vase. Und und dann bin ich halt so breitbeinig bis ins Lager gehumpelt. Meine Version von der Story ist, sie kommt ins Lager, läuft halt ein bisschen komisch und alle so, ja, was hast du? Und auf einmal macht plopp und da fällt unten halt diese riesen Vase raus aus dem Rock. Ja. Und da hatte ich dann irgendwie meinen Geschmack daran gefunden, alles, was nicht Lino und Fagelfest ist, wegzuklauen. Mhm. Also teilweise hatten wir dann auch, das war so eine kleinere Flasche, aber die Sache war halt, da waren alles voller Menschen rundherum. Und wir so, ja okay, das klauen wir jetzt zu zweit. Und dann haben wir halt wirklich, und davor stand auch noch ein Phönix, das waren ja auch noch eben so diese Halbgötter. Und da haben wir wirklich zu zweit, die andere hat dann sich vor diese Vase hingestellt und den Phönix in ein Gespräch verwickelt. Und ich habe dann halt hinter ihrem Rücken dann so diese Vase geklaut. Und dann hatte ich sie aber so hinter ihrem Rücken. Ich so, Mist, wie kriege ich die jetzt unter meinen Rock? Ich kann mich jetzt nicht einfach bücken. Hatte ich aber aus Versehen mein Bier umgeschüttet. Und ich so, oh nein, mein Bier. Und dann konnte ich mich bücken und das wieder unter den Rock packen. Also... Und dann habe ich halt echt... Lager der Ordnung. Okay. Für diese Gegenstände gab es halt dann auch Essenzen. Ja. Und ich fand es so lustig, wie der Heder dann irgendwann so, aus welchem Lager seid ihr? Ja, Lager der Ordnung. Und dann irgendwann so gegen Ende er so, ja, er findet es ja schon witzig, dass das meiste Diebesgut aus dem Lager der Ordnung kam. Und nicht aus dem Lager der Gier. Der Gier gar nichts geklaut wurde. Oder gar nichts zum Heder gebracht wurde. Schämt euch, Gier. Ja. So, ich als leidenschaftliche Orkspielerin muss jetzt einfach nachfragen. Jetzt kennen wir Systeme wie Drachenfest, die ein Respawn-System haben. Wie ist denn auf Insel der Macht? Weil es gibt ja auch wohl Orks dort. Du kannst nicht sterben. Ähnlich. Okay. Also das war eigentlich fast wie dieser Limbus. Also das war dann auch wie es die... Ich kann darüber erzählen, weil das wird sich gerade super anschließen. Als hätte ich die Notizen gelesen, aber ich tatsächlich nicht. Bei einer... Sehr gut. Machst du das super. Machst du das.
Wir hatten einen Angriff auf das Fort und bei diesem Angriff bin ich gestorben, weil ich einer der wenigen Spieler oder ja, Kämpfer war bei uns, die ein Schild hatten. Und als wir im Fort drin waren, war es so, dass die Taktik der Verteidiger einfach war, Sturmangriff auf die reinkamen. Die mussten nur hinter eine gewisse Linie gedrückt werden und dann waren die nämlich raus. Und aber da war man ja nicht tot, wenn man über die Linie gegangen ist. Aber du darfst auch sagen, das war eben mein Problem. Ich war einfach aus der Linie raus und deswegen wurde ich nicht verwundert und war einfach raus aus dem Kampf. Und daher, die waren dann raus aus dem Vorkampf. Das Vor einzunehmen war deswegen wirklich schwer. Aber da ich der Einzige in der Reihe mit einem Schild war, bin ich halt nicht zurückgewichen. Hab nur nach vorne geguckt, hab nicht gesehen, dass sie neben mir halt zurückweichen. Und war natürlich sofort von Orks umringt, weil das war das Lager der Dunkelheit, das gerade das Vor inne hatte. Und bin auf epische Weise dahin gemetzelt worden. Auch noch, also es sind so die super Momente einfach, ja, du hast, da rennen Orks auf dich zu, schneiden dich mit ihren dicken Zweihändern, Streitkolben und alles kaputt. Du liegst am Boden und es beugt sich sofort einer über dich und sagt, sorry für den Schlag gegen den Kopf. Und nee, alles gut, also da ist überhaupt nichts passiert. Aber das mal wieder so als Zeichen, wie super die ganzen Spieler da auch waren und wie fair und wie man sehr einfach auf sich Acht gegeben hat. Und also das fand ich auch sehr positiv, weil zuerst, weil ich ja eigentlich, also ich mache sehr viel Lab, war aber noch kaum bei einem Spieler gegen Spieler, weil ich kann es ein bisschen vom Drachenfest, ehrlich gesagt, dass dann immer nach den Schlachten immer dieses OT-Mimimi, haben nicht ausgespielt und Mimimi und hier und da. Und deswegen fand ich halt Spieler gegen Spieler immer ein bisschen kritisch, weil ich mir denke, zwei Spieler wollen halt beide gewinnen. Weil wenn du halt NSCs hast, ist immer so die Sache, ja, NSCs sterben halt, weil ist ja egal. Aber ich muss sagen, das war jetzt bei diesem Lab absolut nicht störend. Also es gab nicht eine Situation, okay, ich habe halt war jetzt auch nicht die große Kriegerin. Ich war ja eben als Jägerin, die halt eigentlich nicht viel gekämpft hat. Aber trotzdem habe ich jetzt gar keinen Mimimi, oh, der hat nicht ausgespielt gehört. Also das war echt super geregelt. Auf jeden Fall bin ich dann gestorben. Zu dem System, also dadurch, dass man halt wiedergeboren wurde, waren die Spieler halt auch definitiv, auch vor allem in der Endschlacht, motiviert, alles super auszuspielen. Ne? Genau. Auf jeden Fall, ich bin gestorben und bin dann in die Asche gekommen. Die Asche ist quasi, ja, das Ganze wird von Phönixen geleitet. Phönix ist der Vogel, der verbrannte und aus seiner eigenen Asche wiedergeboren wurde. Man kommt also in die Asche und muss durch so eine Art Limbus durch, also durch so einen Irrgarten, der übrigens eine gewachsene Hecke dort ist. Cool. Und es ist nur die Seele, die dort durchgeht. Das heißt, ihr bringt einfach deine ganze Ausrüstung, Schwert etc. bringt dir gar nichts. Du musst da halt durchgehen, um wiedergeboren zu werden. Das heißt, du musst dort wirklich Seelenfressern auch ausweichen, kennt man vielleicht vom Drachenfest. Aber auch dunklen Gestalten da drin, die eigentlich gar nicht an einem interessiert sind. Dort hängt halt alles voll mit Körperteilen, wirren Texten über Tod und so weiter, wo du gar nicht die Zeit hast, das durchzulesen. Sehr stimmungsvoll, vor allem, weil dann auch noch ein bisschen Nebel gemacht wird. Und ich bin dann am Ende rausgekommen und sah mich vor der Weisen des Sees, des Aspekts der Ordnung, also quasi wie so ein Geist, den Aspekt der Ordnung versinnbildlicht. Und es war noch direkt am ersten Tag der Con. Und sie hat mich einfach mal gefragt, wie sieht es denn so, berichte mir aus dem Lager der Ordnung. Und ich so, hab ihr von dem Unbill erzählt, dass also, klar hat jedes Lager von uns, die drei Gruppen, seine innere Ordnung gehabt. Wir, die Abendspeisung mit der Hierarchie, die wir innerhalb hatten. Die Söldner, die Landsknechte, natürlich auch mit ihrer Hierarchie, was natürlich super in die Ordnung passt. Und die Wolfspriester da halt auch, weil die haben auch sehr eine Hierarchie gespielt. Wolfsrudel und so weiter. Und dort irgendwie für Ordnung, Eis, keine Ahnung. Imperium, nicht Landsknecht, bevor du nächstes Mal gefressen wirst von denen. Sie haben sich selbst als Landsknechte bezeichnet und gesagt, dass sie fürs Imperium kämpfen. Okay, interessant, ja. Da gibt es immer ganz große Unterschiede. Dass sie aus Altdorf sind. Okay. Sie haben es überall Zettel verteilt. Ja, schön hier, aber wart ihr mal in Altdorf? Ah, okay, schön. Was übrigens witzig ist, weil wir hier, unser Ort hier hieß ganz früher auch mal Altdorf. Mhm. Egal. Wo war ich? Genau, ich habe dir also berichtet und sie hat dann gesagt, ja, sie sieht schon, das ist, also wenn verschiedene Ordnungen zusammenkommen, entsteht natürlich Unordnung.
Und meine Aufgabe wäre es jetzt, dafür zu sorgen, dass das Lager der Ordnung seinem Namen wieder gerecht wird. Und das Lager der Ordnung soll den Altar weihen und einen ersten Streiter erküren. Gut, mit dieser Information wurde ich wiedergeboren und bin natürlich erstmal zu allen hin. Leute, wir brauchen einen geweihten Altar und wir brauchen einen ersten Streiter. Oh, das kostet jeweils 150 Essenzen. Wie viel haben wir? Oh, noch fast nichts. Ja, Leute, gebt mal Gas. Und erst da hat es dann eingesetzt, dass man sich wirklich mal drum gekümmert hat. Vor allem. Ja, aber ich muss sagen, davor waren wir ein bisschen überfordert mit dem Essenzen sammeln. Ja. Also das war irgendwie, weil da war irgendwas, man muss irgendwelche Rituale machen. Mhm. Aber bei uns in der Gruppe war halt auch niemand, der jetzt so ritualmäßig drauf war. Und ich muss sagen, das mit den Essenzen bei den Quanten zu sammeln, das bin ich auch total falsch angegangen. Ich bin dann zu den Quanten hin und habe die irgendwie in ein Gespräch verwickelt. Und bin dann in der Hoffnung, dass die mir dann eine Aufgabe geben. Haben sie aber nicht getan, die haben sich einfach nur mit mir gelabert. Bis ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich kann die einfach direkt drauf ansprechen. Hey, braucht ihr Hilfe? Was kann ich tun, um Quanten zu bekommen? Weil vorher fand ich das zu plump, direkt danach zu fragen. Ja. Aber dann habe ich das halt einfach gemacht, dass ich einfach direkt gesagt habe, hey, ich brauche Essenzen, was auch eigentlich eigentlich schon okay ist. Ja. Ich habe da halt viel Gas gegeben, eben dann mit den Quanten und mit dem Clown natürlich auch. Und mich hat ich hatte eine kurze OT-Unterhaltung mit einem von den Landsknechten auch, die gesagt haben, sie sind schon seit Beginn hier. Sie kennen das alles und mit den Essenzen sollen wir halt auch, ihr könnt die Essenzen überall herbekommen, auch für gutes Spiel, deswegen in der Richtung. Aber wir fanden auch raus, unsere Gruppe war die allererste jetzt, also das Lager der Ordnung, jetzt das erste Mal überhaupt den Altar geweiht hat, weil der hätte schon die drei Inseln der Macht vorher geweiht werden können, was er nicht wurde. Ja, das war halt auch ein bisschen, weil die Sache ist, die anderen Lager haben das halt schon in den Vorjahren gemacht. Also es sind so Sachen, die diesem Lager dann bleiben. Ja. Und deswegen haben wir es bis zum Schluss nicht geschafft, den ersten Streiter zu küren. Wir hätten es fast geschafft. Aber wir haben uns ja dagegen entschieden, weil dafür hätten wir 150, weil das hätte halt 150 Essenzen hätten wir dafür ausgeben müssen. Und der erste Streiter ist ja einfach nur, dass dann ein Spieler ein bisschen mehr Macht hat. Und da kampfmäßig, und das war halt für die Endschlacht haben wir auch noch gar nicht besprochen. Kommt noch. Es wäre halt für die Endschlacht gewesen, dass wir da diesen ersten Streiter haben, aber da uns klar geworden ist, wir haben nicht so viele Kämpfer bei uns im Lager, da können wir in der Endschlacht nicht viel reißen, dann brauchen wir auch keinen ersten Streiter, dann behalten wir die 150 Zeitlich war es auch knapp dann am Ende, weil sie hätte noch ein paar Aufgaben machen müssen, wo dann doch so ein bisschen kritisch war. Auf jeden Fall, das ging deswegen, als wir das mal so bewusst bekommen haben, durch die Quanten, durch die Landsknechte und alles, durch meinen Tod und die Weise, die uns das gesagt hat, war so, okay, so langsam haben wir einen Begriff davon, was wir hier tun können. Und dann ging es auch wirklich voran und hat irre Spaß gemacht. Ja. Aber der erste Tag, da waren wir ein bisschen, weiß auch nicht, aber wir mussten halt erst mal reinkommen, das war irgendwie ein bisschen schade. Aber und es gab auch die Wettbewerbe. Also das Turnier waren meinst du jetzt? Oder? Wettbewerbe, Badenwettbewerb oder auch die Turniere mit die Fuchsjagd zum Beispiel und sowas. Wo es ein bisschen schade war, finde ich, also die Turniere waren super geil, die ganzen Wettbewerbe waren alle echt super. Was schade war, dass sie die Regeln dafür im Laufe der Con noch verändert haben. Zum Beispiel war es einer der ersten Wettstreite, dass jeweils zwei aus einem Lager zusammen antreten, ein Bogenschütze und einer mit Schild und Dolch. Und man gegeneinander antritt, man darf dreimal getroffen werden und dann ist man raus. Oder man übertritt die Linie des Feldes, ist raus und das ganze Team scheidet dann aus damit. Und das ist halt sehr hart, daran sind wir auch gescheitert. Das stand doch im Regelwerk. Also es gab ja diese... Ja, aber das haben sie später und ich finde es halt zu hart. Vor allem, weil die Linien kaum sichtbar waren auf dem Gras. Ja, aber das wussten wir ja eigentlich schon, wir haben halt nur nicht drauf geachtet. Und sie haben später angepasst, dass ein Übertritt der Linie einfach nur wie ein Treffer gezählt wird, was viel sinnvoller war. Ach echt? War. Oh, ja. Okay. Ja. Das fand ich ein bisschen schade, weil Regeln, die übers Turnier oder über eine Con hin noch verändert werden, sind immer so... Ich finde es aber gar nicht so schlecht, wenn man währenddessen merkt, eine Regel ist nicht so gut und die dann ändert, ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja. Ich meine, jetzt ja für alle. Es wurde besser, dadurch sagen wir es so. Und wenn es das nächste Mal gleich von Beginn ab so ist, bin ich vollkommen damit einverstanden. Ich würde gerne vom Badenwettstreit erzählen, was eine längere Story ist. Ja. Ich hoffe, Geduld. Ihr habt ja auch beide schon gehört. Aber das sind so diese wunderschönen Momente im Lab, die man, glaube ich, echt nirgendwo sonst herkriegt. Längere Geschichte.
Ich war 2013, 14 auf dem Emberwind und wir saßen am Lagerfeuer und ein richtig genialer Bade hatte ein Lied gespielt. Und ich war sofort Feuer in Flamme für dieses Lied, wortwörtlich. Denn das war der Flammentänzer von Seitenweise. Und der hat mir auch gesagt, wie das Lied heißt. Ich habe es natürlich sofort vergessen und bin 9 Jahre lang in der Labgegend herumgeschwommen und niemand kannte dieses Lied. Und immer, er hat meins Tanz mit mir von Faun oder Tanz mit mir, schönes Kind von, ich weiß nicht, wie sie heißen. Medusa, glaube ich. Medusa. Und genau, und nee, das war's aber alles nicht. Alles super Lieder, gar keine Frage, aber das war's alles nicht. Und auf dem Moringard im Herbst 22, ich war schon in meinem Zelt abends, ich war ziemlich K.O., hab, glaube ich, auch wirklich schon geschlafen, als ich in der Taverne oben im Wald, dringt ein Lied an meine Ohren und mein Hirn sofort, das ist das Lied, hat eine Sängerin halt vorgetragen. Ich war aber so kaputt, ich bin direkt wieder eingeschlafen. Es gab keine Gelegenheit mehr auf der Con, irgendwie mich da durchzufragen. Und damit blieb mir daheim wieder nur das Internet. Ich habe in der Facebook-Gruppe direkt geschrieben, Leute, irgendjemand hat an dem Tag abends dieses Lied gespielt. Wie heißt das Lied? Bitte, ich brauche die Akkorde. Ich will, wenn ich weiß, was das für ein Lied ist, lerne ich Gitarre. Ich will dieses Spiel können, das Lied spielen können. Da waren sofort Leute, ja klar, das war die Lea und die hat es gespielt. Und das Flammentänzer von Seitenweise. Ich sofort ge-YouTubed. Es gibt keine guten Versionen auf YouTube davon, leider. Aber ich wusste sofort wieder, was für ein Lied es ist. Ich habe Kontakt zu der eigentlichen Sängerin bekommen, die mir die Akkorde geschickt hat und den Text. Und das ist einfach mal Lab-Community, wie es lebt wirklich. Und ich habe deswegen im Oktober 22 angefangen, Gitarre zu lernen. Und im Frühjahr 23, weil Moringard ist zweimal im Jahr, war es dann so, da war ein Badenwettbewerb. Und ich habe gesagt, ich spiele dieses Lied jetzt so weit, wie ich es kann. Immer noch mit einem halben Jahr gerade mal Übung und habe auf dem Badenwettbewerb das gespielt. Hat auch einigermaßen geklappt. Und die Reaktion der anderen war halt wirklich, also das ist, geht einem echt das Herz auf, wenn du dann vom Sieger auch umarmt wirst, sagst, es ist so geil, dass du dich das getraut hast. Und so, und das war wirklich super dafür, dass du nur ein halbes Jahr üben konntest und vorher nie Gitarre gespielt hast. Also allein das war super. Und gut, dann war es auch weiter so. Ich habe jetzt weiter geübt. Ich kann auch ein bisschen mehr mittlerweile. Es geht voran. Und jetzt auf dem Badenwettstreit wollte ich natürlich wieder auftreten. Aber ich habe erst eine Viertelstunde vorher erfahren, dass das Lied ein Thema haben muss, nämlich den eigenen Äon zu preisen. Das heißt, es muss eigentlich irgendwie ein eigenes Werk sein. Mit selber Musik schreiben habe ich ja kein Problem, wie ihr wisst, wenn ihr den Kanal jetzt schon länger verfolgt. Aber in der Viertelstunde, dann war es schon dunkel. Meine Gitarre hat sich auch extrem verstimmt in der Zeit, weil wegen Temperatur, die immer weiter runterging dann und so. Und ich habe dann noch ein bisschen was rumprobiert mit dieser verstimmten Gitarre, habe mir gedacht, ich muss jetzt was völlig anderes machen. Habe mich da hingehockt und habe mit dieser völlig verstimmten Gitarre etwas so Schiefes, so Schräges gespielt, dass kein Takt, keine Melodie mehr hatte und alles, das und vollkommen improvisiert war, um anhand diesem Symbol der Unordnung zu zeigen, dass auch Musik Ordnung braucht. Es wurde hervorragend aufgenommen, ich wurde trotzdem nur Dritter von drei, aber das Feedback war einfach wieder so total super. Und auch die anderen beiden, wir waren am Schluss vom Wettbewerb auch zusammengehockt, die wo Zweite geworden ist, das war die aus der Gier. Wir haben uns total super unterhalten. Und weil die anderen Beiträge waren auch einfach hervorragend. Und ich habe ihr also dann die Story erzählt, weil sie auch fragte, du spielst noch nicht so lang und so. Nee, erst seit da habe die Story von eben erzählt, wodurch und so. Und auf dem Moringard und so. Und sie so, ah, du warst auf dem Moringard. Ja, auf welchem waren das? Ja, auf dem und dem. Und sie so, ja, ich bin die Lea, ich habe das gespielt. Und das ist dann einfach so totale Augenpipi-Momente, wo ich habe sie erstmal in den Arm genommen. Grüße an Lea, falls du es guckst. Und sie hat mir angeboten, weißt du was? Wir spielen heute Abend einen Flammentänzer zu zweit. Und das ist einfach der Mensch, der völlig unwissentlich dafür gesorgt hat, dass ich mit Gitarre angefangen habe, zusammen das Lied, weswegen man angefangen hat, zusammen vorzutragen. Komplett improvisiert, aber es war einfach super. Das sind so richtig geile Momente, wo die gibt es, ich weiß nicht, wo es die noch gibt. Keine Ahnung. Und das war einfach, ja, das war jetzt der Badenwettbewerb. Richtig, richtig, richtig geil. Da habe ich viel Energie raus mitgenommen, wirklich. Voll schön.
Okay, andere Wettbewerbe, Fuchsjagd. Sie war der Fuchs mit so einem Fuchsschwanz hinten im Gürtel. Ich war auch wieder mit Schild und Schwert war es dann, glaube ich. Nee, Schild und Dolch war es, oder? Schild und Dolch war der andere. Ah, Schild und Schwert war das da. Sie hat sich den Schwanz klauen lassen. Ja, ehrlich gesagt, bei jedem Turnier, wo ich mitgemacht habe, habe ich verloren. Ich war nicht so besonders vielleicht erfolgreich. Vielleicht bleibst du beim Dieben. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich aber auch. Bei Schild- und Schwert-Duell habe ich auch verloren gegen jemanden, der einfach... Also Labkampf ist zwar nur mit solchen Polsterwaffen, muss man aber auch einfach können. Ich kann es nicht so gut. Ich habe das nie... So, ich bin auch in keiner Schwertkampfgruppe, kenne also schon mal die Grundstellung überhaupt nicht. Und ich kenne ein paar Tricks, womit sich Anfänger gut reinlegen lassen, aber hat der nicht. Und da bin ich also dann 3-0 raus. Auch wieder, aber richtig geil, einfach am Ende, wenn Abbau ist nach der Con, wenn man nochmal so rumgeht, wir haben es gleich wieder erkannt und es ist super geiler Kampf, super geile Aktion. Wir haben es auch in der Endschlacht, standen wir uns gegenüber, hatten einen richtig guten Kampf, hat einfach richtig Spaß gemacht und dann nochmal sich da in den Arm zu liegen und sagen, das war ein geiles Spiel. Ja, war echt super. Das habt ihr ja schon deutlich gemacht, dass ihr nächstes Jahr wieder gehen wollt. Ja. Definitiv. Und jetzt habt ihr ja den Altar geweiht. Was sagt ihr? Geht er wieder in Ordnung oder sucht ihr euch ein anderes Lager? Ja, also ich habe ehrlich gesagt während diesen, also schon davor eigentlich, wollte ich gar nicht in die Ordnung. Also wir waren halt 6 Leute und hatten dann halt gesagt, ja okay, wir gehen zu 6 dahin und hatten halt abgestimmt, wo wir hingehen wollen. Und ich muss sagen, so hierarchisches Spiel ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Und eigentlich bin ich auch allgemein jemand, der halt lieber sich so treiben lässt, sondern einfach irgendwie dahin geht und dann halt schaut, okay, was passiert, mit den anderen Leuten interagiert, also so wie jetzt halt mit dem Wettbüro oder da gab es so andere Stories, wo ich einfach spontan einfach auf das Spiel wahrgenommen habe, das halt passiert. Und das ist eigentlich mehr so mein Ding, dass ich einfach rumhänge und halt, ja, spontan Dinge mache. Und eigentlich eher ein bisschen chaotisch. Und deswegen, aber wurde halt einfach überstimmt mit der Ordnung, dachte mir, ja, egal, geh mal halt in die Ordnung, wenn das die Mehrheit will. Es war zwar auch, ja, es war okay. Hat du hast dich an alle Regeln der Ordnung gehalten, du warst in der Gilde, Diebesgilde, damit war das völlig in Ordnung. Ja, aber wir hatten uns, also ich wollte eigentlich in die Freiheit und habe dann auch so gemerkt, wo ich so mit den Leuten mit der Freiheit rumgehangen habe und so, ja, das wäre auch, glaube ich, hätte auch für meinen Charakter besser gepasst, aber wir haben uns dann auch später mit der Freiheit noch verbündet, dass wir dann eh mit denen viel rumgehangen sind und ich meine, im Endeffekt ist eigentlich eh egal, in welchem Lager du wirklich bist. Eigentlich ja. Also, macht euch nicht so viel Kopf, ob ihr jetzt wirklich bei einer Anmeldung fürs erste Mal so ein Con wirklich im richtigen Lager seid. Wenn ihr es irgendwie argumentieren könnt, ist es vollkommen okay. Und war auch ein geiler Moment bei der Endschlacht, wo einfach die Endschlacht beginnt, wo es einfach darum geht, das Banner möglichst lange und oft in der Mitte zu hissen, das eigene, und also diesen Platz zu erobern. Und die erste Aktion, die Ordnung, marschiert geschlossen zur Freiheit rüber, womit wir tatsächlich das größte Lager waren. Allerdings halt nicht so gut gerüstete, weil... Die Freiheit sind halt irgendwelche Piraten mit Hemden und Speeren, während die Dunkelheit halt dick gerüstete Orks mit Turmschilden und solchen Streitkolben sind. Da waren Minotaurus, ja. Ich glaube, der Spieler war so schon 2 Meter groß, noch mit entsprechenden Schuhen. Das war ein riesen Teil mit so einem Dreihandstreitkolben oder was es war. Das hat und da stehst du halt da mit den Speerhanseln daneben, denkst dir... Wir haben die falschen Verbündeten gesucht. Aber ich muss sagen, die Endschlacht haben sie sehr gut gemacht. Weil sehr geil. Ich war eben ein bisschen kritisch von Spieler gegen Spieler und dieses der hat nicht ausgespielt. Dachte mir so, mal gucken, was das wird. Und die haben das einfach so gelöst, dass sie gesagt haben, okay, also von uns war ja diese Herrin des Sees, wo Alex vorhin schon erzählt hat. Die Weise des Sees. Weise des Sees. Also jedes Lager hatte halt so eine andere, was eine Gottheit, weiß ich halt, so eine mächtige, Gottheit, was auch immer, wo dann halt dort war und die Leute dann wiederbelebt hat. Das heißt, man hatte halt sein Banner und musste ja dann mit dem Banner vor und versuchen, das zu hissen. Und wenn das Banner dran war, kam es wieder zurück zur Weisen des Sees. Und auch wenn wir halt gestorben sind, sind wir halt zur Weisen des Sees gegangen. Das heißt, wenn das Banner wieder bei ihr war, waren halt alle, die da gestorben sind, hat sie dann halt wiederbelebt. Und dann sind sie halt wieder in die Schlacht gezogen. Genau. Und ich fand halt dadurch, dass du wusstest, okay, wenn ich jetzt sterbe,
bin ich kurz raus und dann kann ich wieder weiterkämpfen, haben die Leute wahrscheinlich auch das viel besser ausgespielt, weil ja. bei anderen Endschlachten ist es oft so, dass die Leute, glaube ich, denken, okay, die Endschlacht geht eine Stunde, wenn ich jetzt nach 10 Minuten theoretisch schon tot wäre oder stark verwundet wäre, dann sitze ich die halbe Endschlacht beim Heiler, das ist blöd. Und deswegen spielen die Leute die Verwundungen nicht gescheit aus. Ja. Aber dadurch, dass du ja ganz genau wusstest, okay, wenn ich jetzt sterbe, sitze ich da 2 Minuten und dann kann ich wieder mitkämpfen, haben die Leute halt alle schön ausgespielt und das hat echt Spaß gemacht. Also es war echt eine coole Schlacht, muss ich jetzt sagen. Ja, dieses Mimimi hatte ich vorher auch nur im Kopf. Immer bei Schlachten hier war es überhaupt kein Problem. Und es war das, was ich auch von allen gehört habe, die an der Schlacht beteiligt waren, die alle gesagt haben, das war richtig geil, diese Schlacht hat Spaß gemacht, richtig. Weil wir hatten auch die Situation, dass wir als Ordnung wollten einfach die Freiheit noch unterstützen, dass die Freiheit zumindest auf den dritten Platz noch kommt. Und der Hauptkonkurrent war Gier. Dunkelheit war von den Punkten her nicht mehr zu holen. Ohnehin das größte Einzellager. Und deswegen war unser Hauptbestreben in der Schlacht einfach, und das wurde auch durch die Reihe kommuniziert, Hauptsache verhindern, dass die Gier ihr Banner hissen kann. Das ist die Hauptsache. Und das haben die nicht verstanden. Also unsere Gegner. Die Gier hat uns angegriffen. Und wir so, es ist uns wurscht, solange das die Dunkelheit das Banner gehisst hat. Who cares? Und wir hatten dafür, muss ich sagen, wir hatten erstaunlich oft das Freiheits- und das Dunkel- und das Ordnungsbanner in der Mitte gehabt. Ja. Dafür, dass wir alle eigentlich gar nicht so gerüstet waren. Also. Ja, also das war eine richtig geile Schlacht, auch von der Taktik her. Ja, es sind auch schon ein paar Videos hochgeladen von Spielern, wo ich nur sehe, wie ich dauernd niedergemacht habe. Na gut, eine Szene ist tatsächlich, wo ich gegen zwei feindliche Spieler ist blöd ausgedruckt, weil es ja, also feindliche Krieger, Gegenstreiter. Feindliche Krieger bin und daher, also nee, aber geile Schlacht. Und was mir gerade auffällt, ist, ich würde jetzt nämlich gerade noch weiter schöne Momente erzählen, die es haufenweise gab. Es kam einmal den einen Abend einfach so 2 oder 3 Gestalten aus dem Dunkelheitslager zu uns, wollten uns sich einfach zu uns ans Feuer setzen und wir hatten ein 3-4 Stunden, ich glaube eher 4 Stunden, völliges IT-Gespräch über denen ihre Welt, dass sie also eine Wurmgöttin in der Erde anbeten, denen sie Opfer bringen müssen und die tollsten Momente in ihrem Leben sind, wenn sie am nächsten Morgen wieder erwachen und nicht tot sind, weil sie nicht selber geopfert wurden. Und das ist wirklich so ein 4 Stunden IT-Gespräch, Rollenspiel, ohne Ende, was ich mit sehr, sehr vielen Leuten da auch hatte. Daher die ganzen Spieler dort, also Gruß an diese Spieler dort auch, richtig, richtig geil, wenn man das einfach mal so stundenlang, ohne irgendwie ins OT zu rutschen, machen kann. Und was ich ständig auch vergesse, wo ich die Liste zum Beispiel runtergeschrieben habe, erst ganz am Schluss war ja so, halt, ja, da war ja noch was. Wir hatten ja ein Gewitter. Stimmt. Denkt man nicht mehr dran. Ja. Diese Momente. Also es war einmal, dass tatsächlich die Orga sich genötigt sah, den Sunny rumzuschicken und zu sagen, kommt bitte alle in die festen Gebäude. Was ich jetzt nicht als Evakuierung verstanden habe, ich habe es als Angebot verstanden, weil, also es hatte sehr, sehr stark geregnet, allerdings ohne... Aber auch gestürmt, weil es hat, also es hat doch, wenn man danach geguckt hat, wir haben eine richtig geile große Jurte. 8 Meter Durchmesser. So eine selbstgenäht. Sehr geil. deswegen hatten wir hatten halt, man hat schon gesehen, der Sturm, der zieht auf, haben dafür, deswegen alles davor halt die Seile gespannt und so. Deswegen hatten wir persönlich halt kein Problem. Aber die ganzen Sonnensegel, die hat es alle umgenommen. Also, die Sonnensegel, ja, das ist natürlich ein Problem. Aber es ist halt so, ich zelte nicht erst seit gestern. Und eins der dümmsten Sachen, die du machen kannst bei Starkregen, ist es, das Zelt zu verlassen. Weil es sich halt Wassertaschen bilden, weil du nicht mehr nachspannen kannst, wenn du nicht da bist. Und so, wenn du in der Jurte bist, im Zelt bist, erkennst du Schwachstellen, wenn sie auftreten normalerweise und kannst dagegen arbeiten. Und deswegen, das war schon mal halt einfach ein Grund, mich dem nicht anzuschließen. Es war auch die richtige Entscheidung. Aber ich fand es schon klar, dass die das machen. Es ist völlig klar, wenn irgendwas passiert... Wenn die Feuerwehr jetzt reingekommen wäre, hätte ich gesagt, wir müssen... Ja, oder wenn da irgendeine Zeltstange jemand auf den Kopf fällt oder sowas. Also ist schon klar, dass die das evakuiert haben. Aber wir haben dann halt einfach selber gesagt, unsere Jurte ist eigentlich ziemlich sicher.
Ja, wie gesagt, und haben das einfach ignoriert und haben uns einfach einen schönen Abend in der Jute gemacht. Es war sehr gemütlich und in dem Regen, es waren ja auch nur so irgendwie 3 Schauer mal kurz, so richtig, dann so ansonsten geprasselt. Den Wind fand ich nicht so schlimm wie die erste Nacht, die wir in der Jute mal hatten. Ja, aber unsere Jute stand auch am Waldrand. Ja, also gut möglich. Das war bei uns auch nicht ganz so krass mit dem Wind. Also und die Orga hat das allergrößte Problem gehabt, denn das ganze Gelände ist ganz leicht abfallend vom Wald her. Und dann gibt es so einen wirklichen, ja, so ein Loch mit einer weiten Fläche dann noch. Aber da unten stand das Wasser. Da war auch zum Beispiel der Irrgarten, wo man wiedergeboren wurde. Und ich habe mir erzählen lassen, das stand alles einen halben Meter unter Wasser. Und da gab es halt Verluste, was dann logisch ist. Es gab noch eine Sache, die will ich erwähnen, an die Orga der Insel der Macht. Und zwar, ich würde die Orga der Insel der Macht bitten, bitte kriegt das hin, ganz dringende Bitte. Es ist wirklich ganz konstruktive Kritik. Alle Spielleiter müssen sofort, unbedingt, immer, ohne Zweifel als Spielleiter zu erkennen sein. Ganz wichtige Sache. Denn es gab ein Ereignis, wo das ein bisschen blöd war. Es war so, ich hatte gerade Wache am Banner und ich sehe jemanden komplett in IT-Kleidung auf unser Banner zurennen. Also mindestens in forderndem Schritt. So. Ich mich also sofort zwischen Banner und ihn gesetzt. Er hält aber nicht an oder sagt, da ist jetzt die Wache oder so. Hält weiter drauf zu und er hat währenddessen was gemurmelt, was ich nicht verstanden habe. Und ich so, halt, worauf er nicht reagiert hat, sondern mir dann nur, als er mich dann erreicht hat und versucht hat, an mir vorbeizukommen. Mhm. Das heißt, er ist in Infight gegangen quasi, ohne das anzukündigen. Also so meine Sicht bisher, wo ich jetzt schon war, okay, will er IT in Infight gehen und hält sich nicht an die Regeln? Hat der OT gerade Probleme? Ist vielleicht angetrunken? Irgendwas? Kritische Situation? Weil er noch richtig raunzig gesagt hat, so, mach da Platz. Und das war eine kritische Situation, bis ich irgendwann, auch weil irgendjemand anderes das zugerufen hat, ist das ein Spielleiter? Und dann habe ich erst seinen Stecker im Ohr gesehen. Und ich so, Entschuldigung, Spielleitung? Und ja, mach da endlich Platz. Und ich so, okay, sorry, ich habe dich nicht als Spielleitung erkannt. Wo ist dein T-Shirt? Normalerweise haben die Spielleitung alle ein T-Shirt. Oder eine Schärpe oder ähnliches. Oder eine Schärpe. Das Epic sagt von sich aus, wir haben alle unsere Spielleiter, obwohl ja sehr Wert auf IT-Kleidung gelegt wird, überall. Die Spielleitung hat keine IT-Kleidung. Mhm. Und das ist was, also zu seiner Verteidigung, der ist später noch auf mich zugekommen, hat sich entschuldigt und alles und alles super. Der stand auch unter Stress zu dem Zeitpunkt. Kann ich gut nachvollziehen, weil der musste an den Sender, der in den Teilen war, wo das Banner drin steckt, weil die halt irgendwie übermittelt haben, ob gerade ein Banner drin steckt oder nicht. Und da gab es halt gerade wohl ein bisschen Stress. Kann ich deswegen vollkommen verstehen und die Entschuldigung ist super angenommen, klar, aber bitte ändert das. Ein Spielleiter muss immer sofort als Spielleiter zu erkennen sein. Vielleicht irgendeine Schärpe oder irgendwas, so hatte ich es auch teilweise bei Cons, wo sie halt gesagt haben, okay, es ist wichtig, dass, dass die halt nicht OT sind, dass die trotzdem IT gewandelt sind, kann man ja wenigstens irgendwie irgendeine Schärpe oder irgendwas machen. Genau. Also das nur dazu, wenn es Kritik überhaupt anzumelden gab, dann das eine, was aber alles super gelöst wurde, von daher. Sollten vielleicht irgendwann zum Ende kommen. Gab noch viele andere tolle Momente, weil einfach, ich glaube, es waren die Landsknechte, die gesagt haben, wir haben da hinten eine fließende Taverne. Ja, weil es war einfach so heiß, dass du es halt so zur Mittagsstunde kaum ausgehalten hast, weil es halt einfach super heiß war. Und da hinten floss halt ein Bach und dieser Bach geht durch ein Moor durch. Das heißt, es ist Moorwasser, was da rauskommt. Das ist auch richtig schönes, dunkles Wasser und nach dem Gewitter. Also die anderen waren schon vorher mal drin, da war das Wasser nicht so hoch. So war es, wenn man sich reingehockt hat, so bis hier ungefähr. Also wenn man sich gehockt hat. Und die hatten halt schon wirklich so Tablett mitgenommen, mit geschnittener Wurst drauf, Keksen, Alkohol und allem. Da ist so eine alte, kaputte Brücke, wo gerade noch so zwei große Holzbohlen drüber gehen. Das ist da hingehangen und dann ist quasi, ich glaube, es war fast nur Lager der Ordnung und noch ein paar andere, die sich das da hinten in den Bach reingehockt haben und sich haben gut gehen lassen bei eiskaltem Wasser, um sich von der Lasersonne zu erholen. Es war sehr, sehr geil. Ja, es war auch sehr schön. Ja, ja.
Also bei den ganzen spannenden Geschichten jetzt, was erzählt wurden, wie gut die Orga ist und alles Mögliche. Die letzte Frage, die mich unfassbar interessiert, wie ist das Gelände? Sehr gut, sehr groß. Also wenn ich mal behaupte, das hier wäre jetzt rein das Con-Gelände, was sehr groß ist. Du hast wirklich Zeltplatz, viel Wald außenrum, in dem ich gar nicht war. Ich kann es nicht einschätzen, wie weit es tatsächlich ist. Nee, ich war auch kaum im Wald irgendwie. Aber der Wald ist bespielbar. Der ist sehr groß. Also, ich war einmal kurz im Wald, aber nicht so arg weit drin. Da haben die dann auch von so einem Schacht geredet. Ja. Und dachte ich mir schon, okay, Schacht, wie wollen sie das darstellen, Schacht im Wald? Und da waren wirklich Schächte. Also ich weiß nicht, ob das ein altes Militärgelände oder so etwas ist, aber da war halt wirklich so ein Schacht, wo du so runtersteigen konntest und so da unten dann so rumgekrabbelt bist und da haben wir dann so Pilze gesucht. Also Bergbutter war, auch für das Ritual. Ja, genau, die Bergbutter war das, genau. Ja. Und war sehr cool. Also und du sollst keine Pilze anlecken. Ja, stimmt. Einmal bin ich mitten in der Nacht im Wald, um leuchtende Pilze zu suchen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir mit den Pilzen? Und jemand hat gemeint, lass das doch mal ablecken. Und ich so, für heute habe ich mir zur Tagesaufgabe gemacht, möglichst viele Essenzen zu sammeln. Deswegen habe ich zu den Quanten gesagt, wer bietet mir am meisten Quanten, wenn ich diese leuchtenden Pilze ablecke? Ich hätte dir all meine Quanten gegeben. Essenzen. Ich habe nur 5 Essenzen dafür bekommen. Aber ich hätte richtig handeln mit Menschen. Ihr hättet dann das Spiel spielen sollen, ich lecke was du nicht leckst. Oder so. Ja. Ja, solche Sachen, also Wald war ziemlich groß und dann ist aber so, dass ihr euch vorstellen müsst, dass daneben weitere ähnlich große Plätze sind, wo dann auf einem wird gezeltet, ganz normal. Also es ist ja ein Pfadfinderzentrum, genau. Das hast du gar nicht gesagt. Wo tatsächlich auch noch eine andere Gruppe Pfadfinder ist, es ist ewig groß. Witzig ist, dass ich die Gegend sehr gut kenne, aus beruflichen Gründen. Das ist zwischen Geretsried, Bad Tölz und Benediktbeuern. Und ich hätte nie vermutet, dass da so ein geiles Gelände ist. Das ist riesengroß und sehr gut. Und gerade mit dem Wald, dem Bach, wir hatten auch zu kühlendes, einfach weil wir am Waldrand waren, einfach immer in einen schattigen Wald gestellt. Gibt es irgendwas noch zu sagen? Okay, ich habe doch noch eine letzte Frage. Und hattet ihr dadurch, dass es doch noch ein größeres Pfadfinderlager war, noch begeisterte Leute, die zugesehen haben? Nein, gar nicht. Das ist so weitläufig und voneinander also abgegrenzt. Also man hat manchmal gehört, dass da noch Musik, also manchmal hat man am Abend so ein bisschen ganz so OT-Musik oder Feiern oder so gehört, weil das halt so ein großes Pfadfinderzentrum ist und da waren halt mehrere verschiedene Plätze, die unabhängig voneinander vermietet werden. Ja. Aber die waren, also außer die Pfadfinder, die erst am Freitag abgereist sind, und wo wir halt dann hinter zu den Duschen gelaufen sind, klar, haben wir da die nicht getroffen, die anderen. Okay. Die sind, glaube ich, ziemlich dann so auf ihrem Platz geblieben. Also. Sehr weitläufig. Eins sollte man vielleicht noch erwähnen. Das Inseln der Macht jetzt war auf einem anderen Platz als 1 und 2. Früher war es, also die haben auch ein paar Regeln verändert. Also schon das gleiche Zentrum, aber halt anders. Genau, vorher waren sie bei diesen Zeltplätzen, die mit Hecken voneinander abgegrenzt waren, wo die Hecken wohl auch die einzelnen Lagergrenzen zwischen Ordnung, Gier und so weiter dargestellt haben. Das war jetzt offener. Dafür konnte man die Bannen halt aber auch nur dieben, nicht militärisch erobern. Also es hat Änderungen gegeben, Anpassungen gegeben. Auch während der Con jetzt, als es mit dem Anketten der Banner war, hat die Orga irgendwann die Regeln zum Klau verändert, um das Anketten zu verhindern. Nämlich, dass ein Dieb die halt nur in der Hand halten muss, während nicht gleichzeitig noch eine Wache den in der Hand hält und das dann schon als gediebt gilt. Ich denke mir, dass sie sich fürs nächste Mal da noch was Besseres einfallen lassen müssen, weil das ist alles nicht so doll, weil es mündet darin, dass einfach jedes Lager jemanden abstellt, um das Banner immer in der Hand zu halten, was die Freiheit auch gemacht hat. Und Freiheit ist ein großes Lager, ein kleines Lager wie die Urkraft hätte es gar nicht gekonnt. Ja, weil da denke ich mir halt auch so, wenn man halt, weiß nicht, 100 Leute oder 80 Leute ist, kann man sich relativ gut abwechseln, wer sich da halt mal an das Banner hockt, weil halt da bei über 30 Grad in die pralle Sonne zu sitzen und dieses Banner festzuhalten, ist halt relativ langweilig. Ja. Und wenn man ein großes Lager ist, kann man sich noch ganz gut abwechseln, dass das jetzt jeder nur eine halbe Stunde am Tag machen muss. Aber bei uns war das halt echt problematisch, weil wir gar nicht so viele Leute waren und auch irgendwie wenige von uns Bock hatten oder viele auch gesagt haben, wir halten das nicht aus, in die pralle Sonne zu sitzen. Zum Glück hatten wir den sehr motivierten Jüngling von dem Altdorf. Der hat echt, ich glaube, der hat die Hälfte der Zeit gemacht. Nee, aber auch die rechts von uns da, die mit dem Eiswolf-Dings da, die waren direkt an dem Banner einfach dran, deswegen war das da. Aber ja, da müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Meine Idee wäre,
dass man die Wache zum Duell auffordern muss und das Duell gewinnen muss. Meinetwegen auch, dass vielleicht zwei die Wache halten können. Dann muss einer die in irgendeinem Wettkampf... Schere, Stab, hier haben Spanner. Nee, aber ja, sodass die Verteidiger schon im Vorteil sind und man darf vielleicht nur ein paar Mal am Tag. Irgendwie sowas in der Richtung. Eine bessere Idee hätte ich jetzt spontan halt auch nicht. Ja, oder das ist halt nicht, weil das mit dem Banner war ja wirklich von morgens um 9 bis nachts um 2. 8 bis 2. Und genau, vielleicht, ja, dass man die Zeitspanne kürzer macht. Das ist halt nicht, also das ist halt nur, ja, ich weiß nicht. Ändert nicht sehr viel dran, glaube ich. Aber ja, lasst euch bitte da was einfallen. Haben wir noch irgendwas, was wir über das Inseln der Macht sagen können? Stand noch was auf dem Zettel? Wir sind alles durchaus auf dem Zettel stand. Ja. Nee. Also ich fand es auf jeden Fall sehr super und werde auf jeden Fall wieder hingehen, falls es noch nicht so richtig rauskam. Ich werde definitiv wieder dabei sein, vor allem, was uns aufgefallen ist, du bist viel auf Cons, sehr viel, viel mehr als ich, außer dieses Jahr vielleicht, wobei dieses Jahr war sehr viel. Also dieses Jahr war ich auch mehr als sonst, also das war jetzt mein elftes Con dieses Jahr, wobei vier davon waren Tavernen. Ah, okay. Also vier Tavernen, sieben Cons. Bei mir waren es zwei Tavernen, glaube ich. Aber wurscht. Ja. Also, und du hast gesagt, dass die ganzen Spieler, die da waren, sind auch mal wieder so eine völlig neue Riege, sehr viele, die man gar nicht kannte. Mhm. Ne? Ja, das war sehr interessant, weil normalerweise dadurch, dass ich ja auch so viel auf Con gehe und hauptsächlich eher, also ja, ich komme halt aus Lindau, also ganz im Süden von Deutschland, und eher hier im Süden auf Cons bin, dachte ich, bei einem Con im Süden kenne ich wahrscheinlich sehr viele Leute. Aber außer unserer Gruppe habe ich fast niemanden, habe ich 3-4 Leute gekannt, was für mich eigentlich eher ungewöhnlich war. Mhm. Also ich weiß nicht, wir haben auch ein bisschen rumgefragt und ich glaube, die Spielerschaft war hauptsächlich wirklich Leute, die wirklich da in der Nähe wohnen. Also mit jedem, wo ich geredet habe und gefragt habe, wie weit hast du Heimfahrt, waren es alle so unter einer Stunde. Ja. Was mich eigentlich wundert, weil ich finde, das Con ist so gut, dass es wirklich auch lohnt, ein paar Stunden dahin zu fahren. Ja, also definitiv. Also wem das Drachenfest einfach zu groß ist, aber sagt, so eine Wettbewerbscon wäre was, der kann durchaus auf dem Inseln der Macht einfach mal vorbeischauen. Sehr geile Con, schade, dass statt der 400 Leute, die gegangen wären, nur 300 da waren. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Ich glaube, nächstes Jahr schaue ich mir auch einfach mal diese Zwischencons an, wo es darum geht, die Insel erstmal zu entdecken, die mehr Plot sein soll und kein Wettstreit. Ansonsten habe ich hier nur noch draufstehen, ja, die Endfeiern. Ja, man ist von Lager zu Lager gezogen, hat mitgesungen und es war geil. Ja, auch viele gute Baden da. Ja. Also ich bin überzeugt. Also ich glaube, nächstes Mal bist du dabei. Ich habe ja dieses Jahr die heilige Dreifaltigkeit mit allen drei Großkons gemacht. Okay. Ich, so wie es aussieht, muss ich noch Insel der Macht zwischen reinhauen für dieses Jahr. Definitiv. Ich glaube, du wirst dich da wohlfühlen. Vor allem, weil du als Ork auch Interaktion haben kannst. Nicht nur so, wir sind die Geächteten, sondern ihr seid ja vollwertiger Mitglied der Dunkelheit. Und da man nicht im Krieg ist, so wirklich, sondern in einem Wettstreit, der von unsterblichen Wesen geleitet wird, ist das sehr gediegen und man kann auch als Ork interagieren. Wir haben mit Goblins interagiert. Ja, das fand ich auch sehr gut, dass es halt nicht so, es war zwar ein Wettstreit zwischen den Lagern, aber trotzdem hat man mit den Lagern, wenn jetzt gerade keine Schlacht war, trotzdem mit denen sich nett unterhalten. Und das fand ich halt gut, dass das da jetzt cool, nicht so dieses kriegerische war. Wie gesagt, wir hatten Gäste aus der Dunkelheit abends am Feuer, wo wir stundenlange IT-Gespräche geführt haben. Und entdeckt haben, dass das Lager der Dunkelheit tatsächlich sehr viel Ordnung hat. Mehr als wir wahrscheinlich. Ja. Also, und damit würde ich sagen, schließen wir dieses Video ab. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Und man sieht sich irgendwo mal spätestens auf Inseln der Macht. Aber jetzt nächstes Video, wir reden über das Epic. Tschüss.